Die Stadt der Diebe. Oh. Ich liebe diesen Sound. Können wir das nochmal hören? Können wir nochmal hören. Oder ist das doof? Dein Fußmarsch nach Port Blacksand führt dich etwa 50 Meilen Richtung Westen durch ebenes Gelände und ein paar Hügel. Zum Glück stößt du auf keinerlei Hindernisse. Schließlich gelangst du an die Küste, wo du in einiger Entfernung auch schon die hohen Stadtmauern von Port Blacksand und die festungsähnlich aneinander gebauten Häuser der Stadt siehst, die wie ein hässlicher schwarzer Flecken ins Meer hineinragen. Schiffe ankern im Hafen und aus den Kaminen steigt Rauch empor. Die Stadt bietet einen friedlichen Anblick. Erst als der Wind sich dreht, steigt dir jener Geruch von Verwesung in die Nase, der dich daran erinnert, was für einem üblen Ort du dich näherst. Während du der staubigen Straße folgst, die der Küste entlang nach Norden zum Stadttor führt, entdeckst du immer mehr, was dir den schrecklichen Charakter dieser Stadt vor Augen führt. Auf Holzpfähle aufgespießte Schädel, schwarze Fahnen, wohin das Auge blickt, und ausgehungerte Menschen, die in Eisenkäfigen an der Stadtmauer hängen. Als du dich dem Stadttor näherst, läuft dir ein eiskalter Schauder über den Rücken, sodass du instinktiv den Griff deines Breitschwerts umklammerst. Am Tor tritt dir ein baumlanger Wächter in schwarzem Kettenhemd und eisernem Helm entgegen. Er versperrt dir den Weg mit seiner Lanze und fragt: Wer bist du, dass du freiwillig nach Port Blacksand kommst? Sag mir, was dich hierher führt, oder geh wieder zurück, woher du gekommen bist. So, Claudi, jetzt musst du dich entscheiden. Wirst du ihm sagen, du möchtest zu Nikodemus gebracht werden? Oder willst du ihm weismachen, du wollest Diebesgut verkaufen? Oder willst du mit deinem Schwert auf ihn losgehen? Ich sag zweitens, denn ich will nicht verraten, was ich will. Ja. Und bei letzter Version, Variante da, ich glaube, dann kommen die ganzen anderen Wachen. Was mir Computerspiele beigebracht haben, ist, Stadtwache, leg dich nicht mit denen an, weil das sind viele. Also du machst eher so den schlauen Pfad hier, ne? Obwohl ich natürlich nicht weiß, wenn ich sage Diebesware, dann kann es natürlich auch sein. Aber ich hoffe, dass es eine Stadt ist, jedenfalls von der Beschreibung her, dass es eine Stadt ist, wo im Prinzip Recht und Ordnung nicht herrschen. Ja? Also quasi wie Berlin? Genau. Und ich dann halt tatsächlich meine geklauten Rolex gut verkaufen kann. Okay, also du willst Diebesgut verkaufen. Gott, ich hoffe, das geht gut. Ja, ich würde es versuchen. Claudi, du könntest bei einer falschen Entscheidung sofort tot sein. Na, mal schauen. Oh mein Gott. Micha, du hast gesagt, man kann nichts falsch machen. Richtig, man kann nichts falsch machen. Komm, ich spiel's nochmal. Du erklärst dem Torhüter, du wolltest ein paar silberne Trinkkelche verscherbeln, die du in einer Taverne in Silverton gestohlen hast, und wärst bereit, ihm ein Goldstück zu geben, wenn er dir verrät, wo du deine Ware am besten loswirst. Der Wächter beäugt dich misstrauisch und meint: Bevor ich dich hereinlasse, möchte ich diese Trinkkelche erstmal sehen. Was wirst du tun, Claudi? Fuck! Erstens, du behauptest, es seien verfluchte Kelche, die du nur einem Zauberer zeigen darfst. Oder du versuchst, am Torhüter vorbei auf die Hauptstraße zu laufen. Das ist das, was ich machen würde. Oder du ziehst dein Schwert und greifst ihn an. Also ich würde das zweite machen und dabei scheitern, und das Buch wäre vorbei. Wie ich mich kenne. Ich sag erstes tatsächlich. Verflucht. Hast du mich jetzt gerade versucht zu beeinflussen, damit es nicht gleich vorbei ist? Du bist richtig gerissen, ne? Nein. Der Torhüter runzelt die Stirn und meint: Klingt ganz überzeugend, aber wahrscheinlich bist du genauso einer wie alle anderen in dieser Stadt. Du kannst auf eigene Gefahr hereinkommen oder dir für 3 Goldstücke einen guten Rat bei mir holen. Willst du geradewegs in die Stadt hineingehen oder holst du lieber den Rat des Torhüters ein und gibst ihm die geforderten Goldstücke dafür? Ich gebe ihm die geforderten Goldstücke. Ach, du bist so. Wie nennt man das? Wenn man immer genau das macht, was einem gesagt wird? Findest du? Ich hoffe, dass der irgendwelche Informationen für mich hat. Und vielleicht ist er mir vielleicht irgendwann später mal noch nützlich. Hm. Und denkt sich so: Ey, das ist ja der, der mir hier die Goldstücke gegeben hat. Vielleicht kann ich da noch mehr rauspressen und deswegen bringt er mich nicht um. Hm? Ja, gute Idee. Du suchst erstmal Verbündete. Also er sagt: Diese Stadt wird von Lord Azor regiert. Er ist ein niederträchtiger Mensch. Doch um mit den gesetzlosen Einwohnern von Port Blacksand fertig zu werden, muss man schon niederträchtig sein. Er ist jedenfalls der Schlimmste. Ich rate dir dringend, dir so schnell wie möglich einen Pass zu besorgen, denn wenn du ohne den aufgegriffen bist, bist du praktisch ein toter Mann. Bist du praktisch eine tote Claudi. Daraufhin winkt er dich mit dem Arm durch das Tor und du gehst in die Stadt. Yes! Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, ich muss kurz blättern. Es geht weiter. Die Frage ist, wie viele Goldstücke habe ich jetzt noch in meiner Hosentasche? Ja, du hast noch die ganze Hosentasche voll. Alles gut. Okay, sehr gut.
Sobald du durch das Stadttor gehst, stellst du fest, dass die mit Abfall überschwemmten, schmalen Straßen des Städtchens kaum mehr als Kieswege sind. Zu beiden Seiten werden sie von alten und baufälligen Gemäuern eingesäumt, deren obere Stockwerke sich bedrohlich nach vorne neigen. Jetzt kannst du drei verschiedene Wege einschlagen. Richtung Westen durch die Schlüsselgasse, Richtung Norden durch die Marktstraße oder Richtung Osten durch die Glockengasse. Links, Mitte, rechts? Mitte, Marktstraße. Die hoffentlich zum Markt führt. In dieser Stadt führen alle Straßen zum Markt, Claudi. Echte? Während du der Straße in Richtung Norden folgst, entdeckst du zu deiner Linken den Eingang zu einem kleinen Kräuterladen. Du schaust durchs Fenster, hinter dem du eine hölzerne Ladentheke mit einer Waage siehst. Der Fußboden steht voller Säcke mit verschiedenen Kräutern. An der Rückseite des Ladens führt ein kleiner Türbogen in ein Hinterzimmer. Obwohl an der Tür ein geöffnetes Schild hängt, ist der Laden leer. Willst du hineingehen oder ziehst du es vor, der Marktstraße weiter nach Norden zu folgen? Ich gehe rein. Weil du willst keinen Speedrun machen, ne? Nee, ich will da reingehen und hoffe, dass der Zauberer vielleicht manchmal ein paar Kräuter kauft und mir, wie auch immer, da Sachen verkauft. Weißt du? Verstehe. Informationen. Verstehe. Als du die Türe öffnest, klingelt ein Löckchen und sofort erscheint unter dem Türbogen auch schon ein kleines Wesen mit einer derben braunen Schürze über seinen Kleidern und lehnt sich über die Ladentheke. Es sieht menschenähnlich aus, hat jedoch auffallend hässliche Gesichtszüge und spitz zulaufende Zähne. Allem Anschein nach handelt es sich um ein Zwitterwesen, halb Mensch, halb Ork. An seinem Gürtel hängt ein blitzendes Handbeil, das sich schmerzlich daran erinnert, dass Port Blacksand wohl kaum ein angenehmer Ort zum Geschäftemachen ist. Was wirst du tun? Möchtest du dich nach den Kräutern erkunden? Möchtest du den Ork-Menschen nach Nicodemus fragen oder möchtest du ihn angreifen? Ich frage ihn nach Nicodemus und hoffe einfach nur, dass er mich nicht umbringt. Du bist so friedliebend. Denk dran, du hast ein Breitschwert dabei. Ja, ich weiß, aber ich bin tatsächlich wirklich... Ja, du hast recht. Ja, aber ist gut. Du musst ja... Ich meine, der hat ja nichts getan, ne? Genau. Ich frage erstmal alle Leute. Wissen. Informationen ist quasi Geld wert. Richtig, das ist deine Währung. Das ist meine Währung. Der Ork-Mensch behauptet, er würde dir für ein Goldstück alles sagen, was er weiß. Ich schätze mal, das kann nicht allzu viel sein, wenn das an... Okay, bist du bereit, für seine Information zu zahlen? Oder verlässt du das Geschäft lieber gleich wieder und setzt deinen Weg nach Norden fort? Ey, wenn du sagst, meine Hosentaschen sind voll, dann sage ich hier, klar, nimm, Geld. Nimm. Ich werfe mit Goldstücken um sie, aber dann werde ich wahrscheinlich irgendwann für Aufsehen sorgen, weil ich immer der Heini bin, der Goldstücke rumwirft. Stimmt, ich denke mal, das wird auch schnell irgendwie vielleicht andere Leute anziehen. Ja, ich mach's trotzdem. Okay. Kräuter und Zauberer gehören zusammen. Ja. Der Ork-Mensch nimmt ein Goldstück, schnippt es mit dem Daumen in die Luft und fängt es mit seiner Schürzentasche auf. Es war filmreif. Dann beginnt er mit einem angespitzten Stöckchen in seinen Zehen herumzubohren und sagt schließlich, ich weiß gar nichts über ihn. Möchtest du dem unverschämten Ork-Menschen eine Lektion erteilen und ihn angreifen? Oder, Claudi, schluckst du deinen Ärger hinunter und verlässt den Laden, um deinen Weg nach Norden fortzusetzen? Ich werde wütend diesmal. Wirst wütend? Ja, oh Gott. Du greifst ihn jetzt wirklich an, du willst ihn wirklich angreifen, ne? Ja. Okay, Claudi, mach dich bereit. Aber Claudi, du weißt, dass das hier Mittelalter ist und du kannst jetzt hier nicht mit der Schrotflinte ankommen, ne? Es ist jetzt Hand-to-Hand-Combat. Au! Claudi, pass auf! Oh nein! Schaff ich's? Oh. Das hat bestimmt, wehgetan. Nimm das! Ups. Ja, Claudi, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt nötig war, den Ork-Menschen auch noch zu verstümmeln. Du hättest ihnen eigentlich nur eine kleine Lektion erteilen müssen, aber du bist einfach auch sehr resolut. Ja, wer mit mir hier, da kein Pardon. Wer sich mit dir anlegt, ja. Okay, also, der wird jetzt aber nicht gelootet, aber du kannst den Laden looten. Ja, als du das Hinterzimmer durchsuchst, entdeckst du auf einem verstaubten Wandbord einen Glasbehälter mit dem Etikett Heilmischung. Willst du etwas von dieser Mischung auf deine Wunden auflegen? Du hast doch gar keine Wunden. Aber sowas von. Das mache ich. Ach eben, von diesem Kampf. Ja, Moment, warte, das machen wir. Okay. Zum Glück handelt es sich bei dem Inhalt des Glasgefäßes um das, was auf dem Etikett steht. Allerdings lässt sich die Wirkung der Mischung nicht voraussagen. Okay, jetzt musst du würfeln, jetzt gewinnst du irgendwie Stärkepunkte zurück, bla 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 bla, sparen wir uns alles. Du kannst jetzt den Laden noch genauer unter die Lupe nehmen, wenn du möchtest, oder lieber deinen Weg nach Norden fortsetzen.
Ich nehme den Laden genauer unter die Lupe und hoffe, dass im Kundenverzeichnis die Adresse vom Zauberer ist. Aber das muss doch sicherlich irgendwie weggeschlossen sein nach DSGVO. Na gut, dann kannst du ihn gleich noch anzeigen. Du gehst in den Verkaufsraum zurück. Hinter dem Tresen entdeckst du eine kleine hölzerne Geldschatulle. Sie enthält 11 Goldstücke, die du in deinen Rucksack steckst. Jetzt erscheint es dir an der Zeit, das Geschäft zu verlassen und deinen Weg nach Norden fortzusetzen. Schön, wie das Spiel dich so ein bisschen freundlich rausbittet aus dem Laden, ne? Ja, aber also ich habe wieder, weißt du, ein Goldstück investiert und 11 bekommen. Genau, aber das in seiner Tasche, das lässt du ihm. Ja, komm, weißt du, wir wollen mal nicht kleinlicher sein. Nach einiger Zeit entdeckst du auf der rechten Straßenseite eine Taverne, die sich zum scheckigen Hund nennt. Willst du einkehren oder setzt du deinen Weg lieber ohne Aufenthalt nach Norden fort? Das ist schwierig, weil in der Taverne sind oft betrunkene Leute, die vielleicht wissen, was Sache ist. Wir gehen einfach rein. Also schau, das musst du vielleicht, wenn du Dungeons & Dragons nicht so kennst, dass die Taverne ist immer der Ausgangspunkt eines jeden Abenteuers. Dann kriegen wir neue Aufträge. Man trifft sich in der Taverne. Und dann, ja. Ne? Und dann deswegen will ich da rein. Das ist eine gute Idee. Aber deswegen kennen halt alle. Ja. Jeder kennt jeden. Und manchmal kommt jemand und sagt, oh, ich habe hier eine Kette. Kannst du sie bitte zu meiner Verlobten bringen? Und dann sagst du, na gut. Und dann gehst du da hin und dann sagt die, oh, vielen Dank. Genau. Also du gehst rein. Durch eine alte, windschiefe Tür gelangst du in eine muffige, rauchige Wirtsstube. In der Mitte des Raumes stehen 8 runde Tische, an denen die übelsten Galgengesichter und Gaunervisagen sitzen, die du je gesehen hast. Den hinteren Teil der Wirtsstube nimmt eine lange, hölzerne Theke ein, die voller Flaschen und Humpen steht. Hinter dieser Theke steht mit einer schmuddeligen Schürze um den fetten Wanz der Wirt. Er ist schon ziemlich alt und latzköpfig und über seine rechte Backe läuft eine abstoßende, dunkle Narbe. Nicht alle seine Kunden sind Menschen. Was wirst du tun? Du gehst an die Theke, um mit dem Wirt zu reden. Oder du setzt dich an einen Tisch mit 3 Zwergen, die würfeln. Nummer 3, du setzt dich an einen Tisch mit 2 Kobolden, die offenbar streiten. Oder du setzt dich zu 3 Männern, die ihre Dolche zwischen den gespreizten Fingern in den Tisch rammen. Finde ich besonders gut. Oder du verlässt die Taverne und gehst Richtung Norden. Also Wirt, Zwerge, Kobolde oder die Männer mit denen. Sag mal, habt ihr das früher auch gemacht in einer großen Pause? Nee. Nein, wir auch nicht. Nee. Glaubst du, es gibt Leute, die das gemacht haben in der Schulzeit? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube, es gab tatsächlich welche, die das gemacht haben, aber eher mit Stiften. Mit Stiften? Ich weiß, aber ich habe das nicht gemacht. Nein, ich auch nicht. Weil wir waren artig, ne? Ja. Wir waren einfach artig. Genau. Okay, ich nehme die Zwerge. Die Würfel, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das clever ist. Weißt du, so vom Prinzip her würde ich zum Wirt gehen und sagen, ey, hier, weißt du, wo ich hin muss? Aber es kann, ich meine, das Ding ist, wenn ich mich hinsetze, dann kommt der zu mir und sagt, hier, willst du was trinken, du Penner? So, weißt du? Von daher gehe ich zu den Zwergen, die wirken mir am, und vielleicht sind die auch am, vielleicht quatschen die halt auch gern. Ne? Okay. Kann auch sein, dass die eher so ein bisschen unter sich bleiben wollen und ein bisschen dich nur willkommen heißen, wenn du ihnen Geld gibst oder so. Na, mal gucken. Ja, ey, wir haben 10 Goldstücke klargemacht, Bohnen. Das stimmt. Wir können die einladen auf eine Runde. Geh mal zu den Zwergen. Die 3 alten, langbärtigen Zwerge sind so mit ihrem Würfelspiel beschäftigt, dass sie gar keine Notiz von dir nehmen, als du dich an ihren Tisch setzt. Nachdem eine Weile vergangen ist, fragt dich einer, ob du mitspielen willst. Bist du bereit, ein paar Goldstücke einzusetzen oder ziehst du es jedoch vor, die rauchige Taverne zu verlassen und nach Norden zu gehen? Nee, wir ziehen das jetzt durch. Du spielst jetzt mit, ne? Wir spielen mit, definitiv. Der Zwerg erklärt dir, dass sie ein ganz einfaches Spiel spielen, bei dem der Gewinner den gesamten Einsatz kassiert. Nachdem jeder 2 Goldstücke eingesetzt hat, wird nacheinander mit 2 Würfeln gewürfelt. Derjenige mit der höchsten Augenzahl streicht die 8 Goldstücke ein. Das Spiel beginnt. Jetzt gibt es ja komplizierte Regeln. Claudi, wir überspringen das einfach mal. Ich würfel mal. Ja, würfel mal bitte. Was hast denn du? Ah, Mist, ich hab meinen Würfel in der Küche. Würfel du mal für mich. Okay, ich würfel für dich. Ach, du hast gewonnen. Wunderbar, du hast ja 8 Goldstücke. Das Spiel ist beendet und du verlässt die Taverne und hältst dich weiter nach Norden. So, das jetzt natürlich, jetzt hast du nicht noch eine Chance, irgendwie was anderes zu machen, ne? Das, ja. Aber ist wahrscheinlich ist ja nicht so schlimm. Ist ja auch nicht schlimm, nein. Nach einiger Zeit kommen dir auf der Straße 2 Männer in schwarzen Umhängen entgegen, die ihre Gestalt so völlig verhüllen, dass nur noch die Augen sichtbar sind. Bei deinem Anblick nicken sie einander zu und ziehen ihre Schwerter. Es sind Diebe, die hoffen, dir deine Besitztümer entreißen zu können, also musst du dich verteidigen. Kämpfe nacheinander mit beiden. Ja!
Nimm das! Ha! Sind sie beide tot? Ich glaube, das war's, Claudi. Er ist endlich tot und der andere auch. Der andere gleich mit, genau. Und du hast jetzt halt, genau, du hast sie beide erledigt. Und du bist natürlich jetzt wieder am Looten. Als du die Lederbeutel der beiden Diebe durchsuchst, förderst du 16 Goldstücke und eine Glasfiole mit einer grünen Flüssigkeit zutage. Oh mein Gott! Japp, du bist rich, rich, rich. Vor allen Dingen, weißt du, ich habe so eine richtige Glückssträhne. Ich muss auf Holz klopfen. Genau. Also die Glasfiole mit einer grünen Flüssigkeit. Möchtest du davon trinken oder ziehst du es vor, nur das Gold einzustecken und deinen Weg fortzusetzen? Ah, grün. Grün klingt gut. Grün klingt wie Heilung. Grün klingt einfach... Bio, ne? Bio. Ich zieh's durch. Bio. Okay, du hast dir gerade einen Unglückstrank einverleibt. Ziehe drei von deinen Glückspunkten an. Ach, Claudi. Ach, Mann. Und ich habe gerade gesagt, ich habe so viel Glück. Ja, du hattest ein bisschen zu viel Glück. Aber das ist jetzt wieder ausbalanciert. Das ist das Leben. Ne? Das ist das Leben. Manchmal verliert man, manchmal gewinnt der andere. In der Hoffnung auf mehr Glück setzt du deinen Weg nach Norden fort. Die meisten Häuser in dieser Straße sind aneinander gebaut und bilden eine gerade Front. Doch dann gelangst du an ein alleinstehendes, zurückgesetztes Haus an der linken Straßenseite, vor dem allem Anschein nach eine Hundehütte steht. Möchtest du auf die schwere Eichentür zugehen oder setzt du deinen Weg lieber nach Norden fort? Ich mach's! Wegen dem Hund, ne? Wegen dem Hund. Ja. Erst habe ich gedacht, weil es einzeln steht, das ist bestimmt das Zaubererhaus, aber mit dem Hund, da dachte ich so, naja, das ist vielleicht der Chef von der Stadtwache. Ach so. Ja, mal schauen. Also aus dem Inneren der Hütte dringt Knurren und lautes Gebell und plötzlich stürzt ein riesiger schwarzer Wolf heraus und rennt auf dich zu. Ufer! Jetzt kannst du nur hoffen, dass die an seinem Halsband befestigte Kette kurz genug ist. Aber du hast Glück und die Kette spannt sich mit einem klirrenden Ruck und zwingt den Wolf zum Stehenbleiben. Na, ein Glück. Ich glaube, ich habe ein bisschen geschwitzt jetzt. Ein kleines bisschen, ne? Dabei war aber nur so ein bisschen. Der wirkt erst so lieb, der kleine Hund. Vor allem, weißt du, ich habe mir nicht mal beim Wirt irgendwie ein Würstchen gekauft oder so für die Goldstücke, dass ich ihm hätte geben können. So eine Würstchenkette, die du im Weglaufen ihm noch hinwirfst, genau. Ja. Sehr gut. Gehört definitiv zu den 10 Dingen, die man unbedingt mal getan haben sollte. Definitiv. Deswegen kann man die halt auch als Würstchenkette um den Hals tragen. Knoblauch ist wichtig, falls du Vampire triffst und eben eine Würstchenkette, falls du Wölfe oder Hunde triffst. Und halt Goldstücke für den ganzen anderen, ne, Kram. Ja. Also, du versuchst den großen Bronzeknopf an der Tür zu drehen, doch er gibt nicht nach. Wenn du einen eisernen Schlüssel hast, den du aber nicht hast, könntest du damit die Tür öffnen. Du kannst jetzt also entweder versuchen, die Tür mit Gewalt aufzubrechen oder auf die Straße zurückkehren und weiter nach Norden gehen. Ich gehe weiter nach Norden, ich bin nicht so der Einbrecherfreund. Ich dachte, du wirfst dich da jetzt einmal gegen. Na gut, nach einiger Zeit gelangst du an eine Kreuzung. Die nach Westen führende Straße heißt Schlüsselgasse, die nach Osten ist die Glockengasse. Da du in der nach Norden weiterführenden Marktstraße in einiger Entfernung ein paar lustige Gesellen siehst, die sich offenbar herrlich amüsieren und mit den Armen in der Luft herumwedeln, beschließt du, ihnen zu folgen. Also du hattest ja am Anfang diese drei Möglichkeiten. Mhm. Und das ist jetzt der Punkt, wo diese drei Straßen wieder aufeinandertreffen. Ah. Ja, wäre das jetzt ein richtiges Adventure-Spiel, dann könntest du da natürlich reingehen, aber es ist halt nur ein Buch, ne? Ach, wir sind so oldschool. Claudi, manchmal frage ich mich, ob der Podcast noch zeitgemäß ist. Weißt du, weil so vor 4 Wochen war das so... Ich weiß nicht, ob die Kids das noch hören wollen. Ist egal, wir machen es trotzdem. Was? Natürlich, okay. Hallo, liebe Kids, bitte Feedback von wegen, ob ihr das noch hören wollt oder nicht. Richtig. Die Stadt der Diebe. Oh, das klingt so gut. Als du die johlende Schar einholst, siehst du, dass sie mit Eiern und fauligen Tomaten bewaffnet sind. Wenig später mündet die Straße auf den großen Marktplatz. Er ist ringsum gesäumt von Buden und Ständen von Händlern, Hausierern, Musikanten und Schaustellern, die hier ihrem Geschäft nachgehen. In der Mitte des Platzes steht ein erhöhter Pranger. Als über das Getöse der Menge hinweg ein Trompetenstoß ertönt, beginnen die Leute, den an den Pranger gestellten Mann mit rohen Eiern und fauligen Gemüse zu bewerfen. Eine alte Frau neben dir bietet dir 2 Eier an, damit du auch etwas zum Werfen hast. Und da du nicht auffallen möchtest, nimmst du sie und schleuderst sie auf ihn. In diesem Augenblick greift die alte Frau in deine Tasche, ohne dass du es merkst, und klaut dir ein Goldstück. Ah. Ohne den Verlust zu bemerken, entfernst du dich von der Menge und schaust dir ein paar Buden an. Siehst du, musst dich gar nicht ärgern, du hast es gar nicht gemerkt. Und mal ganz ehrlich, Claudia, du bist so reich, du merkst es eh nicht. Das stimmt. Ob das jetzt nun... Ja.
An den Imbissständen gibt es Obst, Gemüse, Fleisch und dampfende Suppe, buttertriefenden Mais und geröstete Kastanien. Mhm. Wenn du willst, kannst du dir hier etwas zu essen kaufen. Du bezahlst ein Goldstück und gewinnst 2 Stärkepunkte. Ja. Ja, das machst du. Was kaufst du dir? Ein Würstchen. Definitiv. Und auch diesen Mais. Für den Wolf, zu dem ich nicht zurück darf. Genau. Während du an der Westseite des Platzes Richtung Norden an den Buden entlang gehst, kommst du an einem in purpurnen Samt gekleideten Lyraspieler vorbei. Möchtest du stehen bleiben und ihm zuhören oder gehst du lieber an ihm vorbei? Ich gehe an ihm vorbei. Ich habe nämlich Angst, wenn ich zuhöre, dann kommt wieder die Oma und beklaut mich wieder. Meinst du? Ich meine, der ist in purpurnen Samt gekleidet und er spielt ja, Lyra. Ja, siehste, so woher bisschen kommt der denn? Woher hat denn der das Geld, weißt du? Diese ganzen Straßensänger, die haben eigentlich nicht viel Knete. Oder tun wenigstens so. Aber wenn der in purpur gekleidet ist, ach so, weißt du, dann ist lenkt er mich nämlich ab mit seiner, ja. Nee. Auf sowas lasse ich mich nicht ein. Ein kleiner Kreis von Zuschauern umringt einen Mann mit nacktem Oberkörper. Er ist von riesenhaftem Wuchs und seine Muskeln sehen aus, als wären sie aus Eisen. Er fragt in die Runde der Schaulustigen, ob einer mit ihm mit einer Kanonenkugel Ball spielen möchte und fügt hinzu, dass derjenige, der die Kugel fallen lässt, dem anderen 5 Goldstücke geben muss. Möchtest du diese Herausforderung annehmen oder gehst du lieber zum nächsten Stand? Ich nehme die Herausforderung an, auch wenn ich wahrscheinlich verliere. Yep. Aber ich bin verrückt. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Hast du einen Würfel? Mm-mm. Wir sind perfekt vorbereitet. Ich habe auch keinen Würfel. Okay, pass auf, du machst einfach so. Warte mal, gibt es nicht so eine App, so eine Würfel-App oder sowas? Ja, du musst nur bei Google D6 eingeben. Genau. Was, D6? Ja, oder W6. Mann, ey. Okay, warte. Okay. Hä? Ach nee, hier ist der virtuelle Würfel. Warte. Ein virtueller Würfel. Bam. Okay. Also 6 Dinger, ne? Du musst einfach nur würfeln. Genau, ein 6er, ja, genau. Eine 3. Okay, ich habe auch eine 3. Würfeln wir nochmal. Eine 1. Eine 1. Boom, du hast die Kugel fallen lassen. Du musst ihm 5 Goldstücke geben. Ja, Claudi, so. Tut mir leid. Du willst mich arm sehen. Was wäre denn bei einer 3 gewesen, hä? Ich, gar nichts. Die Frage ist, wer zuerst die 1 würfelt. Fuck! Ja. Okay. Ich mach doch die Regeln auch nicht, Claudi. Also, am nächsten Stand verkauft ein junger Mann kleine Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Die Preise für seine Waren stehen auf einer Schiefertafel. Wurfmesser 4 Goldstücke, Kletterseil 2 Goldstücke, Fleischerhaken 2 Goldstücke, Eisenspitze 1 Goldstück und die Laterne 3 Goldstücke. Möchtest du einen dieser Gegenstände oder vielleicht sogar alle kaufen? Das Seil. Du nimmst das Kletterseil mit. Ich schreibe das mal auf, ja? Ja. Ich will das nicht vergessen. Weil ich weiß das schon genau, dass ich nachher frage, du stehst irgendwo, brauchst ein Seil. Ich frage dich, hast du das Seil? Und du sagst, Oder hast du die Laterne? Ja, die bei der Laterne habe ich auch noch überlegt. Aber dann dachte ich mir so, Seil, weißt du, dann komme ich aus der Stadt wenigstens raus, über die Stadtmauern. Komm, nimm mal noch, willst du nicht noch die Laterne mitnehmen? Na gut, ich nehme die Laterne, aber dann nehme ich auch die Wurfmesser. Okay, Wurfmesser, alles klar. Du bezahlst 11 Goldstücke und gehst weiter deines Wegs. Nach einigen Metern gelangst du an ein kleines, farbenprächtiges Zelt. Daran hängt ein kleines Schild mit der Aufschrift Madame Star, Hellseherin. Möchtest du hineingehen? Oder ja! Gehst du? Das war aber ziemlich, sowas von. Das war ziemlich deutlich. Hinter einem kleinen Tisch sitzt eine dickliche Frau in einem hellgelben Gewand, die einen Schal um ihren Kopf geschlungen hat. Bei deinem Eintreten lächelt sie dich an und sagt, ich habe dich erwartet. Sie fordert dich auf, Platz zu nehmen. Dann sagt sie, dass dich ein Blick in deine Zukunft 2 Goldstücke kostet. Bist du bereit, das Geld auszugeben? Ja, oder tappst du ja. Oh, okay, 368. Die Frau blickt in eine Kristallkugel und scheint sich damit in Trance zu versetzen. Sie sagt dir, dass du dich auf der Suche nach einem weisen Mann befindest, der über große Zauberkräfte verfügt. Nach einer kleinen Pause holt sie tief Luft und eröffnet dir dann, dass dieser Mann, den du suchst, in einer Hütte unter einer Brücke wohnt, die nach Norden führt. In einer Hütte unter einer Brücke, die nach Norden führt. Was für ein Glück, du bist ja schon Richtung Norden unterwegs, Claudi. Ja. Sie rät dir dringend, Vorsicht walten zu lassen, wenn du dich diesem Mann näherst, da ihm Fremde keineswegs willkommen sind. Dann wendet sie den Blick von ihrer Kristallkugel ab und fordert dich auf zu gehen. Du hast den Eindruck, als würde sie dir etwas verheimlichen. Hat sie vielleicht irgendetwas Schreckliches gesehen, das dich erwartet? Sie muss es mir sagen.
Du beschließt, das Zelt zu verlassen und dich weiter nach Norden zu halten. Ja, Claudia, sie hat dich rausgeworfen. Ach man, ich kann ja nicht schon wieder jemanden umbringen. Das ist wie bei Trelawney. Du, da fällt mir ein. Kennst du Monkey Island? Ja. Da gab es mal eine Demo-Version auf 5¼ Zoll Diskette als Buchbeilage. Und in dieser Demo-Version kann man zu der Hellseherin gehen und die errät dein Geburtsdatum. Oh. Mithilfe der Bisektion. Also mit neuen Fragen schafft sie es, dein exaktes Geburtsdatum zu ermitteln. Krass. Fantastisch, oder? Am oberen Ende des Marktplatzes führt die Brückenstraße nach Norden weiter. Du folgst ihr in der Hoffnung, dass sie dich zu dem schwer auffindbaren Nikodemus führt. Es beginnt zu regnen. Die baufälligen Häuschen zu beiden Seiten der Straße drängen sich aneinander, als suchten sie Schutz. Die meisten von ihnen stehen leer, ihre Fenster sind mit Brettern vernagelt. Mit Ausnahme von einer Tür, die im Wind auf und zuschlägt, sind sie alle verschlossen. Möchtest du dich in dem windschiefen Haus unterstellen, bis der Regen aufhört, oder setzt du deinen Weg lieber fort? Ich zieh's durch. Ich laufe durch den Regen. Ja. So wie früher, ne? Auf jeden Fall. Okay. In einiger Entfernung siehst du eine hölzerne Brücke, die sich über einen verschmutzten Fluss spannt. Ist darunter eine Hütte? Auf seiner dreckig-schwarzen Oberfläche schwimmt allerhand Abfall hinunter zum Meer. Als plötzlich eine aus dem Wasser ragende Menschenhand an dir vorbeizieht, zuckst du unwillkürlich zusammen. Von den Brückenpfeilern, die hoch in die Luft ragen, grinsen die aufgespießte Schädel von Menschen und Tieren entgegen. Mit unheimlichem Geheul pfeift der Wind durch Planken und Geländer und erinnert dich an gemartete Seelen, die um Hilfe schreien. Dort, wo du stehst, führen seitlich ein paar kaum sichtbare Stufen zum Uferrand hinunter. Vom Nordufer kommend humpelt auf der Brücke ein alter Mann mit einem Sack auf dem Rücken auf dich zu. Willst du die Stufen hinuntersteigen oder wartest du lieber die Ankunft des Mannes ab, um mit ihm zu reden? Ich will mit ihm reden. Okay. Obwohl ich ein bisschen Angst habe. Ich wette mit dir, da ist eine Leiche drin. Oder noch andere Leichenteile. Wie kommst du denn darauf? Ach, nur so. Okay. Aus der Nähe sieht der alte Mann mit seinem eingefallenen Gesicht noch erbärmlich aus. Bei deinem Anblick schreckt er zurück und beeilt sich, dir zu versichern, dass es gar keinen Zweck habe, ihn auszurauben, weil er ohnehin nichts besitze. Du entgegnest ihm, dass du nicht die Absicht hast, ihn auszurauben, sondern dass du einen alten Zauberer namens Nikodemus suchst. Er ist sichtlich überrascht und meint, für 2 Goldstücke verrate ich dir, wo du ihn findest. Du entschließt dich, dem Mann zu vertrauen und für seine Auskunft zu bezahlen. Nachdem er die Goldstücke in die Tasche gesteckt hat, sagt er, du stehst genau über ihm. Nikodemus wohnt in einer Hütte unter dieser Brücke. Danke für nichts. Dann wirft er seinen Kopf in den Nacken, stößt ein schrilles Gelächter aus und humpelt sichtlich zufrieden mit sich selbst auf seinen Krücken davon. Du schüttelst den Kopf und gehst hinüber zu den Stufen, die unter die Brücke führen. Yes! Ja. Ach, Claudia, guck mal, das ist jetzt so ein bisschen die Frage mit dem freien Willen, ne? Du wolltest dem, ich meine, du wusstest das schon. Ja, aber ich dachte mir halt, weil es hätte ja auch sein können, dass er das ist, weißt du? Ach so. Was ja, wäre gewesen, wenn ich dann zur Hütte komme und er ist nicht da? Genau. Du hast ihn verpasst. Ja, genau. Das war eigentlich nur der Grund. Da lachst du, das ist wirklich so. Unten am Uferrand ist der Gestank des Wassers nahezu unerträglich. Über dir auf der Brücke hörst du Schritte. Als du den Fuß des Brückenpfeilers erreichst, siehst du die in ihn eingebaute Holzhütte, in der Nikodemus wohnen soll. Da die Vorhänge zugezogen sind, kannst du nicht hineinsehen, doch bereits die in leuchtend roten Großbuchstaben auf die Tür gemalten Worte »Kein Zutritt« verraten dir, dass du keineswegs willkommen bist. Trotzdem holst du tief Luft und klopfst an die Tür. Du hörst unwilliges Gemurmel und das Schlurfen von Füßen, dann wird plötzlich die Tür aufgerissen. Du, das ist genauso, wenn du als Schüler vorm Lehrerzimmer stehst und da klopfst, weil du irgendwas abgeben musst oder so. Erst dauert es ewig, dann hörst du unwilliges Gemurmel, das Schlurfen von Füßen und dann wird auf einmal die Tür aufgerissen. Ja. Und ich sehe es auch als meine Pflicht, diesen schönen Brauch einfach weiterzuführen. Du Fiesling! Vor dir steht ein in ein langes weißes Gewand gekleideter, weißhaariger alter Mann mit langem Bart. Er blickt dich streng an und sagt, erklär Nikodemus dein Anliegen. Erleichtert darüber, dass du den alten Zauberer gefunden hast, erzählst du ihm von Zenba Bones Schreckensherrschaft in Silverton und erklärst ihm, warum Owen Carolith dich gebeten hat, seinen alten Freund zu suchen und um Hilfe zu bitten. Nikodemus runzelt die Stirn und geht nach drinnen. Mit einem Wink bedeutet er dir zu folgen. Dann setzt er sich in einen Schaukelstuhl und hebt mit ruhiger Stimme zu sprechen an. Ich bin alt und müde und habe kein Bedürfnis mehr nach weiteren Abenteuern. Ich wohne hier unten auf der singenden Brücke in Port Blacksand, um eine Ruhe vor den Hilferufen aller möglicher Leute zu haben, die in Not geraten sind.
Hier belästigt mich niemand. Trotzdem möchte ich meinem alten Freund Owen gerne helfen. Aus diesem Grund werde ich dir sagen, wie Zenba Bone, der Prinz der Dunkelheit, zu besiegen ist. Und jetzt hör mir gut zu, Claudi. Oh mein Gott. Du kannst ihn in jedem Fall nur nach Sonnenuntergang überwältigen. Fuck. Untertags existiert er auf einer anderen Ebene. Natürlich hat er seine Leute, die ihn beschützen, doch selbst wenn du an ihnen allen vorbeikommst, brauchst du etwas ganz Besonderes, um mit Bone fertig zu werden. Um dich vor seinem hypnotischen Blick zu schützen, musst du dir ein weißes Einhorn in einem gelben Strahlenkranz auf die Stirn tätowieren lassen. What? Bist du bereit dazu? Was? Das ist nicht dein Ernst! Doch, er hat so eine Verwertungskette, er hat nebenan gleich das Tattoo-Studio. Ich glaube, das ist nur so ein Gag von ihm. Weißt du, kleine Nebeneinkünfte. Ich glaube halt auch, ehrlich gesagt glaube ich es auch. Es ist nicht leicht als alter Mann in der Stadt der Liebe, weißt du? Also du brauchst dieses weiße Einhorn im gelben Strahlenkranz, Claudi. Ja? Auf der Stirn? Auf der Stirn. Okay, also. Das Ding ist, ich mach's. Ja. Aber die Frage ist ja gar nicht, ob ich es jetzt mache, oder? Der tätowiert ja nicht selber. Nee, der tätowiert nicht, aber der sagt dir, dass du das brauchst. Fuck. Anders geht's nicht. Oh. Aber dann kann ich mir ja irgendwann mein Leben lang entweder lasse ich mir einen Pony schneiden. Oder ich trage für immer eine Mütze. So wie Jimbo Jones. Genau so sieht's aus. Und er spricht weiter. Normale Waffen können ihm nichts anhaben. Du musst ihm zuerst einen silbernen Pfeil durchs Herz schießen. Das wird ihn zwar leben, aber nicht töten. Dann musst du ihm geschwind ein fein gemahlenes Pulver aus schwarzen Perlen, Hexenhaar und einer Lotusblüte in die Augen reiben. Oh mein Gott! Also das Tattoo, den silbernen Pfeil. Oh Gott! Ein fein gemahlenes Pulver aus schwarzen Perlen, Hexenhaar und einer Lotusblüte. Wo kriege ich Hexenhaar her? Wo kriege ich Lotusblüte her? Wer hat denn Hexenhaar, Claudi? Die Hexe. Die Hexe. Siehst du, Probleme löst. Ja, wenn aber wir dürfen ja nicht mehr zurück. So, aber das war ja keine Hexe, das war eine Hellseherin. Ja, das stimmt. Wenn du Glück hast, wird er in Sekundenschnelle vor deinen Augen zerfallen. Sollte dein Pfeil jedoch nicht treffen, so wirst du in dem Augenblick, in dem er dich berührt, sterben. Die Zutaten für die Pulvermischung kannst du allesamt in Port Blacksand finden, wenn du nur intensiv genug suchst. Es tut mir leid, dass ich dich nicht begleiten kann. So dann zeichnet dir Nicodemus auf, wie du von Port Blacksand aus am besten zu Zenba Bones gut bewachten Turm gelangst. Danach steht er auf, schüttelt dir die Hand und wünscht dir Glück. Du verlässt deine Hütte, steigst die Stufen hinauf und überquerst die Brücke. Am anderen Ufer führt die Brückenstraße noch ein Stückchen nach Norden weiter, bevor sie in einer Querstraße endet. Willst du nach Westen in die Hafenstraße einbiegen oder schlägst du lieber deinen Weg nach Osten durch die Kerzenziehergasse ein? Hafen. Hafenstraße. Weil, obwohl ich glaube nicht, dass es dort, aber vielleicht haben die ja was noch Muscheln, Quatsch hier, Perlen müssen doch zerrieben werden. Ja, vielleicht hat da jemand welche für mich. Okay. Du kommst an einem Bettler vorbei, der am Straßenrand sitzt und in der Hand eine leere Blechdose hält. Willst du ein Goldstück hineinwerfen oder gehst du an ihm vorbei, ohne ihn zu beachten? Goldstück. Du hast die Spendierhosen an, Claudi. Aber sowas von, weißt du? Der Bettler dankt dir mit einem Nicken und murmelt ein paar Worte. Du gewinnst einen Glückspunkt und setzt den Weg Richtung Westen fort. Hey! Siehst du? Jetzt haben wir nur noch zwei Minus. Wie im echten Leben. Ja. Zwischen zwei Häusern zweigt eine schmale Gasse Richtung Süden ab. Willst du ihr folgen oder bleibst du lieber auf der Hafenstraße? Hafenstraße. Du hast ein Ziel. Ich will diese schwarzen Perlen, verdammt. Okay. Ich will irgendeinen Kapitän mit einem Holzbein treffen, der mir eine schwarze Perle gibt. In einiger Entfernung hörst du das Klappern von Pferdehufen auf dem Katzenkopfpflaster und wenig später das Rumpeln von Holzrädern und eine anfeuernde Stimme, gefolgt von einem Peitschenknall. Offenbar nähert sich eine Pferdekutsche mit rasender Geschwindigkeit. Wenn du sehen willst, wer darin sitzt, dann kannst du das machen oder versteckst du dich lieber hinter einem Fass und wartest, bis das Gespann vorbeigefahren ist. Nee, ich will wissen, wer da ist. Oh mein Gott, das ist bestimmt der Zauberer. Scheiße. Wenn nicht der Zauberer hier, der Fiesling. Dieser Fiese, ne? Aber der wird nicht in der Kutsche rumfahren, oder? Du trittst mitten auf die Straße hinaus und wartest ab. Plötzlich kommen zwei galoppierende Pferde, die eine reich geschmückte goldene Kutsche ziehen. Bei deinem Anblick knallt der Kutscher mit der Peitsche und schreit: Mach Platz für Lord Azur! Willst du seiner Aufforderung nachkommen und zur Seite treten oder bleibst du lieber, wo du bist? Nee, ich gehe zur Seite. Gehst du einen Schritt zur Seite, ja. Aber ich war im Recht, ne? Genau. Während die Kutsche haarscharf an dir vorbeidonnert, schwingt der Kutscher die Peitsche in deine Richtung. Du verlierst einen Stärkepunkt. Fluchend reibst du dir den Hals, auf dem die Peitsche einen Striem hinterlassen hat, während das Gefährt aus deinem Blickfeld verschwindet. Dann setzt du deinen Weg unbeschwert nach Westen fort. Mit einigen Nackenschmerzen, aber frohen Mutes.
Nach einiger Zeit führt die Straße leicht bergab. Die Häuserzeile endet mit der Taverne zum Schwarzen Hummer, nach der sich die Straße zum Hafenkai hin öffnet. An dem gemauerten Hafendamm, der ins Meer hinausragt, hat eine alte Galeone festgemacht. Sie hat eine schwarze Fahne mit Totenkopf und darunter gekreuzten Knochen gehisst, was darauf hindeutet, dass es sich um eines der vielen Piratenschiffe handelt, die in Port Blacksand ankern, um dort ihre Ladung an den Mann zu bringen. Oder natürlich auch an die Frau. Am Beginn der Mole biegt die Hafenstraße nach rechts ab und führt, soweit du sehen kannst, parallel zum Strand Richtung Norden. Willst du auf den Hafendamm hinauslaufen und an Bord des Schiffes klettern? Oder folgst du dir der... Nein, okay, du gehst natürlich an Bord. Bord des Schiffes, ich brauche die schwarzen Perlen. Alles klar. Warum auch immer die... Aber wir gucken mal. Vom Bug des Schiffes hängt eine Strickleiter auf den Hafendamm herunter. Seitlich führt außerdem eine schmale Gangway hinauf. Möchtest du über die Strickleiter an Bord klettern oder ziehst du es vor, den Weg über die Gangway zu nehmen? Strickleiter. Richtig. Ist doch völlig offensichtlich, oder? Wenn, dann Strickleiter. Als du das obere Ende der Strickleiter erreichst, wirfst du einen Blick über die Reling, um die Lage auf Deck zu peilen. Rund um die beiden hoch in die Luft aufragenden Masten liegen überall Holzkisten, Fässer und aufgerollte Taue. Am Ende der Gangway steht ein Matrose auf Posten. In der Mitte des Decks befindet sich eine kleine Kabine, deren Tür offen steht, sodass du siehst, dass von dort aus Stufen unter Deck führen. Möchtest du die Holzkisten oder Fässer genauer untersuchen? Dann musst du es erst mit dem Wachposten aufnehmen. Oder willst du dich lieber an die Kabine heranschleichen und die Treppen hinuntergehen? Kabine. Die Kabine. In den anderen Sachen sind bestimmt einfach nur Kartoffeln. Und, ja, genau, Kartoffeln. Und Sauerkraut. Erbsen, Möhren. Risotto. Die Stufen führen hinunter an den Laderaum des Schiffes. Dieser ist völlig leer. Da entdeckst du einen schmalen Gang, der zu zwei geschlossenen Türen führt. Als du dich ihm näherst, hörst du hinter der linken lautes Schnarchen. Sodann legst du das Ohr an die rechte Tür, kannst jedoch nichts hören. Möchtest du die linke Tür öffnen oder versuchst du dein Glück lieber mit der rechten? In der rechten war der schnarcht, ne? Nee, links ist der schnarcht. Oh, siehst du. Okay, dann will ich rechts. Okay. Da, wo niemand schnarcht, willst du rein. Da ist bestimmt jemand wach und es geht gleich. Ah! Und guck dich schon an, ne? Wenn du reinkommst. Ich habe dich erwartet. So, hi! Hi, ich habe mich verlaufen, so meine Mutti. Genau. Als du die Tür öffnest, blickst du in einen kleinen Raum, in dessen Mitte ein Holzschaff mit dampfend heißem Wasser steht. Möchtest du hineingehen und dich hinter der Tür verstecken, um festzustellen, wer hier ein Bad nehmen will, oder ziehst du es vor, die Tür wieder zu schließen? Nee, das ist gruselig, oder? Ich will niemandem beim Baden zugucken. Ich mach die Tür wieder zu. Ja. Ich hätte wahrscheinlich die Person hätte sich ausgezogen, hätte mindestens das Hexenhaar, die schwarzen Perlen und noch irgendwas in der Hosentasche gehabt und ich hätte es klauen können, während es nackig im Badezuber liegt. Ah, nee, ich mach die Tür wieder zu. Falls du es noch nicht versucht hast, kannst du jetzt die andere Tür öffnen oder das Schiff verlassen, um deine Suche in Port Blacksand fortzusetzen, indem du Richtung... Ich mach die andere Tür. Machst die andere Tür auf, oh mein Gott. Ich weiß, es wird schlimm. Wo der Typ schnarcht, ne? Ich sag dem einfach, hier, sie wollten doch ihr Bad nehmen. Zimmerservice. Und weißt du, das ist genau der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, es wird richtig schlimm für dich, Claudia. Was? In der Kajüte schlafen drei Piraten in ihren Kojen. Außer ihren Kleidern und ein paar persönlichen Gegenständen kannst du nichts erkennen. Du versuchst ganz, ganz leise zu sein. Audi, ich hab gesagt, du sollst leise sein. Nein! Oh, shit. Aber sie schnarchen noch. Allem Anschein nach haben die Piraten gezecht und gespielt, denn auf einem Fass liegen eine leere Flasche rum und ein Kartenspiel. Da entdeckst du, dass einer der Männer um den Hals einen kleinen Lederbeutel trägt. Möchtest du versuchen, ihn abzuschneiden? Ja. Oh Gott, das wird so schief gehen. Ich versuch's aber. Weißt du, ich hab's jetzt schon bis dahin durchgezogen. Okay. Hast du deinen Würfel noch am Start? Ja. Gut. Oh mein Gott. Okay. 4. Versuch dein Glück. Du würfelst eine 4. Es klingt dir, den Lederbeutel abzuschneiden, ohne die Piraten aufzuwecken. Du warst auch richtig sneaky jetzt. Was ist drin? Oh Gott, Claudi. Ey, ich verarsche dich jetzt nicht, ja? Kein Scheiß. Du schleichst auf Zehenspitzen hinaus und schließt die Tür hinter dir. Als du draußen auf dem Gang den Lederbeutel öffnest, entdeckst du darin 6 schwarze Perlen. Siehst du, ich wusste es. Yes. Du gewinnst 2 Glückspunkte. Richtig gut. Siehst du? Ich hatte ein Ziel. Wenn du es noch nicht... die andere Tür hattest du schon. Du verlässt jetzt wieder das Schiff, gehst weiter Richtung Norden. Genau.
Die Straße führt ein paar hundert Meter weiter am See entlang, bis du schließlich an eine Abzweigung gelangst. Möchtest du auf der Hafenstraße bleiben und nach Norden gehen? Oder biegst du lieber nach Osten in die Schustergasse ein? Ich biege in die Schustergasse ein, denn dort wohnt die Hexe. Und die werde ich rasieren. Sehr gut. Ich meine, man könnte auch erstmal fragen, aber okay. Die enge Schustergasse wird auf beiden Seiten von kleinen Häuschen gesäumt, in denen einige wenige Läden untergebracht sind. Zu deiner Linken liegt eine Gestalt, die nach einem kleinen Jungen aussieht, mit dem Gesicht nach unten laut stöhnend auf dem Straßenpflaster. Sie trägt eine Kapuze auf dem Kopf, sodass du ihr Gesicht nicht erkennen kannst. Neben ihr liegen ein Holzreifen und ein Stock. Willst du stehen bleiben, um ihr zu helfen, oder gehst du lieber vorbei? Nein, wir helfen. Aber es ist bestimmt irgendwas Gruseliges, was mich jetzt isst. Wahrscheinlich, ja. Als du dich hinunterbeugst, um dem scheinbar verletzten Jungen zu helfen, dreht er sich plötzlich auf den Rücken. In der Hand hält er einen blitzenden Dolch, der auf dich gerichtet ist. Bei dem vermeintlichen Jungen handelt es sich um einen diebischen Kobold, gegen den du jetzt kämpfen musst. Wir ziehen's durch, Mann. Wir ziehen's durch. Dieser kleine... Au! Nimm das! Ha! Ich lebe noch, oder? Ja, du lebst noch, ja. Aber ich... Für den Kobold sieht es ganz schlecht aus, der war auch wirklich klein. Ja, weißt du, ich wollte ihm helfen. So passiert das nämlich. Ja, hast ja toll geholfen, Claudi. Eben lag er auf der Straße, jetzt ist er tot. Ganz, ja, ganz das klasse, war eine wirklich. Falle, okay? Großer das war eine Applaus. Falle. Ja, so kann's passieren in der Stadt, ihr Lieber. Ja? In die Taschen des Kobolds entdeckst du zwei Goldstücke, eine Knoblauchzehe und ein paar alte Knöchelbeine. Knoblauchzieher. Und Knöchelbeine. Und außerdem hast du die Perlen. Ja. Es läuft richtig gut für mich. Was war denn eigentlich das dritte, was ich brauche? Du brauchst Hexenhaar. Und du brauchst Lotusblüten. Lotusblüten, genau. Du brauchst ein Tattoo. Oh Gott, erinnere mich nicht an das Tattoo. Und du brauchst einen Silberpfeil. Vor allen Dingen, am Anfang konnte ich einen Silberpfeil kaufen, ne? Nee, echt? Ja. Als es hieß, von wegen, willst du alles haben? Ich glaube, da war ein Silberpfeil dabei. Ich weiß nicht, ich glaube, da war nur ein, das war nur Wurfmesser oder Wurfpfeil. So. Wurfpfeil, okay. Na mal schauen, also du setzt jedenfalls dein, du packst alles ein, ne? Na klar. Okay, und du setzt deinen Weg nach Osten fort. Wenig später entdeckst du linker Hand den kleinen Laden eines Kerzenziehers. Das Schaufenster wird von verschiedenfarbigen brennenden Kerzen hell erleuchtet. Möchtest du eintreten oder setzt du deinen Weg lieber unverzüglich nach Osten fort? Was hat ein Kerzenzieher, Dreher, was ich brauche? Lotusblüten, weil er die in die Kerzen einschließt. Wir gehen rein. Drinnen im Laden ist ein großer, hagerer Mann mit spitz zulaufenden Ohren und schütterem Haar damit beschäftigt, aus einem Eisengefäß heißes Wachs in eine Modell zu gießen. Als sich der Kerzenzieher zu dir umdreht, bemerkst du seine schlitzförmigen eisblauen Augen, die dir verraten, dass du einen Elf vor dir hast. Seine Augen allerdings kommen dir besonders kalt vor. Er sagt, dass alle seine farbigen Kerzen jeweils ein Goldstück kosten. Du kannst so viele kaufen, wie du möchtest. Dann fragt er dich, ob du dir eine seiner Zauberkerzen im Hinterzimmer anschauen möchtest. Wenn ja, dann ja. Ansonsten verlässt du das Geschäft lieber wieder. Okay, da fragt mich tatsächlich jemand, ob ich seine Zauberkerze im Hinterzimmer sehen möchte. Ja. Ich sag natürlich ja. Du sagst natürlich ja. Also, zeig mir deine Zauberkerze, jetzt. Okay, dann kommen wir hier mit ins Hinterzimmer kurz. Der Elf führt dich in einen Nebenraum, der von eigenartig schimmernden purpurfarbenen Kerzen erleuchtet wird. Cool. Während du sie betrachtest, gleitest du in eine prächtige Traumwelt hinüber. Währenddessen klaut dir der Elf unbemerkt zwei Gegenstände und fünf Goldstücke aus deinem Rucksack. Oh. Aber er nimmt nur so unwichtigen Shit mit, also keine Sorge. Als du wieder aufwachst, bedankst du dich, da du keine Ahnung von dem gemeinen Diebstahl hast bei dem Elf, verlässt sein Geschäft und hältst dich weiter nach Osten. Ja, Claudi, du hast aber auch nichts gelernt in der Stadt, Vertraue Diebe. Keinen Elfen, ja? Okay. Das habe ich jetzt gelernt. Weißt du, es sind grazile, wunderschöne Wesen, die dich mit K.O.-Tropfen, Kerzen betäuben. Ja, und ausrauben. Mann! Ja, tja. Scheiße. Wenn das Legolas wüsste. Kurze Zeit später entdeckst du ebenfalls auf der linken Straßenseite wieder einen Laden, auf dessen Türschild Ben Borryman, Silberschmied, steht.
Willst du hineingehen? Oder sitzt Na du denn klar! Okay. Silberpfeile! Ach, richtig. Mensch, du hast echt gut aufgepasst. Ja. Sehr, sehr gut. Drin sitzt auf einer Bank ein Mann in einer weißen Schürze, der eifrig einen silbernen Trinkbecher poliert. Im hinteren Teil des Geschäftes stehen in einer durch ein Eisengitter gesicherten Glasvitrine einige Gegenstände aus Silber. Willst du mit dem Silberschmied sprechen? Willst du ihn mit deinem Schwert angreifen? Nein. Oder willst du den Laden verlassen, deinen Weg fortsetzen? Nein, ich will mit ihm reden und will Silberpfeile. Du fragst Ben Borryman, ob er Silberpfeile zu verkaufen hat. Ja. Er entgegnet dir, dass er zwar keine habe, die aber für 10 Goldstücke oder 2 Zaubergegenstände einmachen würde. Bam. Wenn du dir den geforderten Preis leisten kannst, dann kannst du dir auch die... Okay, ja, du... Ich bin Gönn reich. Dir doch mal, Claudi. Gönn dir doch mal. Auch wenn die Oma mir was geklaut hat und der beknackte Elf. Ja, und den armen Kobold, den hast du ja umgebracht. Na gut. Nachdem du den geforderten Preis bezahlt hast, wartest du geduldig, während sich der Silberschmied an die Arbeit macht. Schließlich überreicht er dir den fertigen Silberpfeil mit der Versicherung, dass dieser absolut zuverlässig fliegt. Du dankst ihm für seine Mühe und verlässt das Geschäft. Dann setzt du deinen Weg Richtung Osten fort. Yes! Jetzt brauchen wir nur noch die Lotusblüten. Und ein Tattoo. Oh und Gott. Hexenhaar. Nach einiger Zeit gelangst du an eine Kreuzung. Möchtest du hier rechts in die Turmgasse abbiegen oder gehst du lieber nach Osten weiter durch die Stallgasse? Stallgasse, warte mal. Vielleicht kann man auch Pferdehorn nehmen, weißt du, und das fällt ihm einfach nicht auf. Ey, ist wirklich, es stand drauf Hexenhaar, das muss klappen jetzt. Naja, vielleicht gibt es ein Pferd, das Hexe heißt. Ach so. Verstehst du? Bam. Also, Turmgasse oder Stallgasse? Ah, nee, Turmgasse können wir noch nicht machen, weil wir müssen erstmal in die Stallgasse. Wir müssen noch Dinge besorgen. Dinge besorgen, okay, alles klar. Wieso sagst du, Turmgasse können wir noch nicht machen? Na, ich dachte, die führt zu dem Turm, Ach so, wo ich hin muss. Der Turm ist nicht in der Stadt, der ist außerhalb. Ach so. Also. Aber die Turmgasse führt dann irgendwann außerhalb der Stadt zum Turm? Oder ist es ein anderer Turm wahrscheinlich? Ich glaube, das ist ein anderer Turm. Ach man, ey. Weißt du, ich passe so gut auf und dann sowas. Ja, das ist aber normal. Das ist halt wie sowas wie mit der Gerberstraße, die es in jeder Stadt gibt. Richtig. Oder sowas wie mit der, keine Ahnung. Wenn du das erste Mal in Port Blacksand bist, das passiert jedem. Das, ja. Während du umsichtig der schmalen, holprigen Gasse folgst, springt plötzlich ein kleiner alter Mann aus einem Hauseingang und vertritt dir den Weg. Aus einem Leinsack zieht er eine schmutzige Flasche und fragt dich lächelnd, ob du ihm für eine Portion dieses wunderwirkenden Heiltrankes nicht 2 Goldstücke geben möchtest. Während er spricht, bringst du es nicht fertig, den Blick von der riesigen Warze auf seiner Nase zu wenden, aus der ein Büschel Haare sprießt. Willst du ihm einen Heiltrank abkaufen oder setzt du den Weg nach Osten fort? Theorie, das ist kein Mann, es ist eine Hexe und ich kann die Hexenhaare von der Warze runterschneiden. Okay, willst du ihn Trank kaufen? Ich weiß es nicht so richtig. Ich nehme erstmal ein Stöckchen und piek seine Warze an. Und sage mal, Warze. Und dann sage ich, hey, weißt du, wir haben bis jetzt alles getrunken, was die uns gegeben haben. Wir ziehen es durch. Und wehe, das ist auch K.O.-Tropfen und wir werden wieder beraubt. Dann raste ich aus. Mit den Zähnen ziehst du den Korken aus der Flasche und nimmst einen ausgiebigen Schluck von der Flüssigkeit. Du hast Glück gehabt. Die Flasche enthält tatsächlich einen Heiltrank, der dir 3 zusätzliche Stärkepunkte und 1 Glückspunkt verschafft. Gestärkt setzt du, nachdem du dich von dem alten Mann mit der Warze verabschiedet hast, deinen Weg nach Osten fort. Perfekt. Und du wolltest dich wahrscheinlich auch noch von der Warze verabschieden, aber du hast es dann doch gelassen. Ich habe nochmal gepiekert. Und mein Verabschiedungsgruß war Warze. Wenige Meter weiter befindet sich mitten auf der Straße ein Kanaldeckel. Möchtest du ihn hochheben, um zu sehen, wohin der darunterliegende Schacht führt? Oder setzt du deinen Weg lieber ohne Aufenthalt nach Osten fort? Oh, da wäre ich dreckig, oder? Also wir hatten früher auf dem Feld bei uns, im Neubaugebiet gab es ja Feld. Und da war ein Kanaldeckel, da konnte man richtig runterklettern. Ich weiß. Mein Hund ist mal in so einen reingefallen. Oh. Meine Mutti hat gesagt, mach hops. Weil sie nicht gesehen hat, dass der Deckel nicht drauf war. 3 Meter tief geplumpst. Aber hat sie überlebt. Vielleicht ist ja da ein Hund drin und du kannst ihn retten, Claudi. Du willst mich unbedingt in den Schacht reinlotsen, ne? Okay, dann geh mal rein. Aber wenn das Ende ist von meiner Spielfigur, dann wirst du mich finden. Mach ich dich persönlich verantwortlich. Ich weiß, wo du wohnst. Okay. Und das Ding ist, ich kann ja nicht umziehen, weil ich in Berlin wohne. Ja, genau. Ja.
Okay, am Rand des Einstiegsschachts befindet sich eine eiserne Leiter, die nach unten in einen dunklen Tunnel führt. Von dort steigt ein recht unangenehmer Geruch nach oben. Willst du die Leiter hinunterklettern oder ziehst du es vor, den Schachtdeckel wieder über die Einstiegsöffnung zu schieben und deinen Weg nach Osten fortzusetzen? Weißt du, wir haben jetzt einmal den Deckel rübergeschoben, dann klettern wir auch da runter. Und wenn meine Klamotten dreckig wären, Micha, du wäschst ja, sie oder bezahlst sie mir. Du weißt, wo ich wohne. Genau. Unten angekommen, musst du voller Abscheu feststellen, dass du dich in einem Abwasserkanal befindest. Überraschung. Der Tunnel wird spärlich von vereinzelt in der Wand steckenden Fackeln erhellt und die Wassertropfen, die von den Wänden tröpfeln, verursachen ein unheimliches Geräusch. Möchtest du dem Tunnel Richtung Norden folgen oder gehst du lieber nach Süden? Norden. Norden? Norden ist unser Weg. Ja. Nicht weit von dir entfernt hörst du wütendes Gekreisch und aufgeregtes Geplanscher. Lange Schatten an den Tunnelwänden kommen bedrohlich näher. Erst als die Wesen, von denen sie stammen, nur noch ein paar Meter von dir entfernt sind, erkennst du, dass es sich um Riesenratten handelt. Hastig ziehst du dein Schwert und kämpfst nacheinander mit den drei abscheulichen Tieren. Ja! Au! Da stand schon wieder eine Flasche irgendwo rum. Versuche mich zu beißen. Jetzt nicht mehr. Oh, habe ich sie alle tot? Ja. Glücklich, aber erschöpft ziehst du dein noch von Blut tropfendes Schwert aus dem noch zuckenden Leib der letzten Ratte. Tut mir leid, Ratte, aber es, ne, du stinkst. Während des Kampfes mit den Riesenratten glaubtest du etwas oder jemanden durch die bizarren Schattenschleichen gesehen zu haben. Möchtest du deinen Weg Richtung Norden durch den Tunnel trotzdem fortsetzen? Ja. Oder ziehst du es vor, zum Einstiegsloch zurückzukehren? Nein. Gott, jetzt machst du aber wirklich, jetzt gehst du aber wirklich aufs Ganze. Das ist eine Hexe. Ne? Ich habe Hexen haben noch nie in der Kanalisation gewohnt. Claudi, okay, na, wir gucken mal. Oh mein Gott. Ich bin stark, ich habe Stärkepunkte dazu bekommen. Ja, das stimmt. Während das Blut der abscheulichen Ratten noch von deiner Schwertlinge tropft, gehst du durch den Tunnel weiter. Die Steinkante, auf der du gehst, ist schmal und litschig, sodass du bei jedem Schritt aufpassen musst, um nicht in den träge dahinfließenden Abwasserkanal zu fallen. Der Tunnel beschreibt eine sanfte Biegung nach rechts, hinter der die Stille plötzlich durch das Geräusch laufender Füße und einen kläglichen Schrei durchbrochen wird. Da kommt dir auch schon mit vor Entsetzen geweiteten Augen, fliegenden Armen und verzerrtem Gesicht eine weißhaarige, in Lumpen gekleidete alte Frau entgegen, Hexe! Die wilde Verwünschungen ausstößt. Sie ist eine Hexe. Ja! Ja, Claudi, jetzt ist die Frage, hast du einen Trank zum Gedankenlesen, der im Rucksack, aber nein, hast du nicht. Hast du nicht? Nein. Scheiße, ey, hoffentlich haben wir nicht ihre Haustierratten getötet. Die Hexe murmelt eine Beschwörungsformel, die dazu führt, dass du von panischer Angst ergriffen wirst. Du hast das Gefühl, als würdest du unter den Augen hämisch grinsender Totenschädel bei lebendigem Leibe verbrennen. Oh mein Gott. In ohnmächtiger Wut ziehst du dein Schwert, um die grinsenden Gesichter loszuwerden. Versuch dein Glück. Hast du den Würfel noch am Stiesel? Ja! Ja, würfel doch mal. Zwei? Du hast Glück und triffst dabei zufällig die Hexe. Und Haar fällt hinab. Warte. Das sehen wir gleich. Die Hexe stößt einen Schmerzensschrei aus, als sich das Schwert in ihren Arm bohrt. Damit ist ihre Konzentration beim Teufel und der Bann gebrochen. Jetzt kannst du wieder klar denken und ihrem Vollbesitz all deiner Sinne gegenübertreten. Da zieht sie auch schon einen Dolch mit langer, blitzender Klinge aus ihrem zerfetzten Gewand. Du kannst es kaum erwarten, mit ihr zu kämpfen. Nimm das! Hexe! Gib mir dein graues, hässliches Haar! Okay, du hast sie erledigt. Ja. Du beugst dich über den reglosen Körper der alten Hexe und schneidest ihr mit dem Schwert eine Haarsträhne ab. Aber sowas von. Diese packst du sorgfältig in deinen Rucksack und gehst dann durch den Tunnel zurück zum Einstiegsschacht. Ja. Wow. Ey, Claudi, du bist richtig gut. Du biegst immer an der richtigen Stelle ab, ne? Ja, verrückt. Aber was fehlt dir jetzt noch? Warte, ich habe die Perlen. Ich habe das Hexenhaar, ich habe die Silberpfeile, ich brauche noch die Lotusblüte und das verkackte Tattoo. Das Tattoo, ich freue mich so drauf. Das Tattoo ist bestimmt eine Verarsche. Wetten, dass der Typ, gegen den ich kämpfen muss, dann anfängt zu lachen oder so. Weil er weiß, das macht ja immer der Nikodemus, ne? Ja, genau. Er schickt mir wieder einen mit dem Tattoo. Bestimmt so ein Klassenkamerad, weißt du, so ein ehemaliger Klassenkamerad von Nikodemus und dann so, hahaha, das ist der Witz. Ja. Ich habe ja auch immer noch die Vermutung, dass Nikodemus quasi ein alter Ego von dem ist. Und dass das alles verarscht ist. Na, mal gucken.
Beim Einstiegsschacht angelangt, hast du jetzt die Möglichkeit, entweder wieder auf die Straße hinaufzuklettern und deinen Weg nach Osten fortzusetzen, oder, wenn du es noch nicht versucht hast, dem Abwasserkanal Richtung Süden zu folgen. Die Frage ist halt, was wollen wir da? Ich weiß nicht, ob da ein Kanalisations-Tattoo-Studio ist. Also ich weiß nicht, ob ich jemandem trauen kann, der da unten ohne Handschuhe, ohne Mundschutz, irgendwo zwischen stinkigen Abfällen und Ratten dann mir so ein Tattoo auf der Stirn verpasst. Ja. Und Lotusblüten gibt es aber vermutlich auch nicht. Nee, ach komm, weißt du, wir gehen einfach weiter. Oh Gott, hoffentlich ist es nicht falsch. Nachdem du den Kanaldeckel wieder an seinen Platz gerückt hast, setzt du deinen Weg Richtung Osten fort. Ringsum herrscht verdächtige Ruhe, sodass du mit der Zeit etwas nervös wirst. In einiger Entfernung macht die Steilgasse einen scharfen Knick nach links. Willst du um diese Ecke biegen oder ziehst du es vor, zur Kreuzung zurückzugehen und rechts in die Turmgasse einzubiegen? Rechts in die Turmgasse. Du willst nicht in diese Ecke, in diese kleine Ecke rein? Okay, ich gehe in die Ecke. Ich frage nur, weil das sieht so aus, als ob man... Ich gehe jetzt rein. Ja, ich glaube, dass da jemand steht und mich wieder überfällt. Und ich habe nicht mehr so viel Geld, nachdem ich... Und dich tätowiert. Oh, ja, ein Tattoo-Studio in so einer Ecke, in so einer dunklen Ecke, wäre natürlich auch schon ein bisschen... Das kann sein. Okay, wir ziehen es durch. Ja. Als du um die Ecke biegst, versperren dir drei nebeneinander stehende hochgewachsene Männer den Weg. In der Hand hält jeder von ihnen eine mit einem Eisenbolzen besetzte Keule. Auf der Stirn tragen sie alle drei einen roten, eintätowierten Stern. Ohne Zweifel haben sie die Absicht, dich auszurauben. Du rufst noch, hey, ich will auch so ein Tattoo. Hast du ein Wurfmesser bei dir? Gelingt es dir vielleicht wenigstens einen auszuschalten, bevor sie dich erreicht haben? Oder hast du kein Wurfmesser, dann musst du gegen alle drei mit einem... Du hast wirklich das Wurfmesser, ich glaub's nicht, ey. Weißt du noch, das haben wir gekauft am Anfang an diesem Waffenstand. Das war das Erste, was ich gedacht habe, vielleicht brauche ich das noch. Ja. Du zielst sorgfältig und schleuderst das Messer auf den Anführer der Bande. Ja! Würfle mit zwei Würfeln. Ich würfle jetzt zweimal nacheinander, ja. Okay? Und dann addieren. Eins, scheiße, und fünf. Ja, wunderbar. Das Wurfmesser trifft den Wegelagerer mitten in die Brust, sodass er tot zu Boden sinkt. Yes! Die anderen beiden Taugenichtse bleiben stehen, um ihrem Freund zu Hilfe zu kommen, doch es ist bereits zu spät. Anscheinend sind sie unschlüssig, was sie als nächstes tun sollen. Nachdem sie sich kurz beraten haben, heben sie ihren toten Freund auf und tragen sie in eine schmale Seitengasse auf der rechten Seite. Rasch setzt du deinen Weg nach Norden fort, bevor sie Verstärkung holen können. Ja, aber woher weiß ich jetzt, wo die sich tätowieren haben lassen? Ja, dann musst du vielleicht nicht dem Messer in die Brust rammen, wenn du mit dem reden willst. Oder was, wenn der mich überfallen will? Weißt du, was soll ich denn da machen? Weißt du, das war Notwehr. Die leben da alle friedlich vor sich hin in dieser Stadt. Ja, genau. Die stehen halt einfach so. Und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Ja, die haben einen Baseballschläger, eine Keule in der Hand, der auch noch besetzt ist mit Spitzen, Metallspitzen, so, weißt du? Und dann stehen sie vor mir und machen einen auf dicke Hose und sagen, du kommst hier nicht rein. So, was soll ich denn da machen? Mit so einem Akzent, mit so einem schwäbischen Akzent, ja? Na, ich kann das leider nicht so gut. Die Häuser in diesem Teil der Stallgasse sind allesamt aus Sandstein gebaut. Die einzige Ausnahme bildet ein aus der rechten Häuserzeile hervorstechendes Backsteinhaus, das weiß angestrichen ist. In seine schwere Eichentür ist ein Schlangenkopf geschnitzt. Möchtest du dieses Haus betreten, Claudi, oder setzt du deinen Weg lieber nach Norden? Das ist der Tätowierer, ich sag's dir. Der mit dem Schlangenkopf? Nee, wahrscheinlich ist das so eine geheime Organisation, aber komm, wir platzen da einfach rein und sagen Hallo! Hallo! Du gelangst in einen spärlich möblierten Raum mit gewachsenem Parkettboden. Über einem Mauerbogen an der entgegengesetzten Wand hängen schwere seidene Vorhänge. Sobald du darauf zugehst, ruft eine Frauenstimme, wer ist da? Jetzt kannst du behaupten, du würdest Blumen abliefern, du seist eine Lumpensammlerin oder du wolltest die Steuern eintreiben. Oh. Ja, aber ich habe keine Blumen, ne? Ja, schlecht, ne? Ja, Lumpensammler ist, glaube ich, ganz okay. Es ist nicht viel, aber es ist ein Beruf, Claudi. Ich weiß. Und weißt du, dann fragt die mich halt auch nicht, na, wo sind denn die Lumpen, die du schon gesammelt hast? Da kannst du sagen, ich fange gerade erst bei euch an. Du gehst einfach rein und sagst, Zero! Wertstoffsammlung. Ihre Stimme wird ziemlich harsch, als sie dir klar macht, du tätest gut daran, ihr Haus auf dem schnellsten Weg zu verlassen, da es hier keinerlei Lumpen oder altes Gerümpel gäbe. Kommst du ihrer Aufforderung nach und verlässt das Haus und folgst der Stallgasse Richtung Norden? Oder möchtest du durch die Seidenvorhänge ins Nebenzimmer gehen, um festzustellen, wer dich da so unfreundlich angefahren hat? Genau das. Ich will jetzt wissen, wer das ist. Das kann wenn doch... Das nicht eine, wenn das also, jetzt nicht eine Lotusblütenzüchterin ist, dann raste ich aus. Okay.
Du ziehst die Vorhänge beiseite und betrittst ein üppig ausgestattetes Boudoir, in dem mit dem Rücken zu dir eine junge Frau steht. Als du dich ernährst, wirbelt sie herum. Zu deinem Entsetzen blickst du nicht etwa, wie erwartet, in das Gesicht einer jungen Frau, sondern siehst dich einem riesigen Schlangenkopf gegenüber. Dieser schießt auf dich zu und beißt dich in den Nacken. Toll, nein! Claudi. Und ich habe noch gesagt, willst du da reingehen? Dadurch dieser Angriff der Schlangenkönigin völlig unerwartet getroffen hat, verlierst du 4 Stärkepunkte und 1 Gewandtheitspunkt, bevor du überhaupt zu deinem Schwert greifen kannst, um Scheiße. Dich zu verteidigen. Aber das mache ich jetzt. Nimm das, du Schlangentroller! Ich will dir den Kopf abschneiden! Du hast die Schlangenkönigin besiegt. Ja! Ganz knapp war es aber. Uff, wie viele Stärkepunkte habe ich noch? 5. Richtig. Du machst dich daran, das Haus der Schlangenkönigin zu durchsuchen. Nach einiger Zeit findest du einen braunen Lederbeutel, den du aufhebst und schüttelst. Da der Inhalt klimpert, öffnest du den Beutel, in dem du tatsächlich 12 Goldstücke findest. Außerdem gewinnst du 1 Glückspunkt. Dann verlässt du das Haus und setzt deinen Weg Richtung Norden durch die Steilgasse fort. Hey, ich bin so fies, weißt du? Ich mache hier so voll ein auf, weißt du, stell dir mal vor, zu dir kommt einfach jemand in die Wohnung. Ich sammle sagt, Lumpen. Ich sammle Lumpen und dann guckt er in dein Schlafzimmer und mordet dich einfach um. Ja. Und dann gehst du halt raus und sagst so, yay, okay. Genau, aber traurig. Klar. Traurig, diese Welt. Ja. Naja. Und nur weil du den Schlangenkopf hattest. Richtig. Aber wie zu der Ratte, ne? Sorry, Ratte, aber du bist hässlich. Ratten sind eigentlich wunderschöne Tiere, ne? Aber ich glaube, wenn das so Riesenratten sind, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Bisschen doll, ne? Wenig später gelangst du an einer Kreuzung. Hier zweigt von der Steilgasse, die nach Norden weiterführt, nach links die Turmgasse Richtung Westen ab. Du beschließt dich weiterhin nach Norden zu halten. Nach einiger Zeit gelangst du an eine Holzscheune, die linke Hand etwas zurückgesetzt liegt. Aus einem windschiefen Kamin auf dem tief heruntergezogenen Dach steigt Rauch empor und vor der Scheune stehen an einen Pfosten festgebunden 2 Pferde. Möchtest du in die Scheune hineingehen oder setzt du deinen Weg lieber nach Norden fort? Ich gehe da einfach rein. Hexen habe ich zwar schon, aber vielleicht füttern die ihren Pferden ja Lotusblütengranulat. Na und vielleicht kannst du dir ja statt einem Tattoo ein Branding machen lassen. Auf die Stirn. Ja. Als ich hoffe immer noch darauf, dass irgendwo jemand ist, der so Abziehbildchen verkauft. Claudi, du musst jetzt auch bereit sein, Opfer zu bringen. Du willst Denver Bone besiegen. Das kannst du nicht irgendwie, das ist kein Spaziergang. Ich weiß, aber warum auf der Stirn? Weißt du, am Arsch oder so, okay, aber auf der Stirn. In Einhorn. Ja. Als du beim Eintreten einen kräftigen Mann mit bloßem Oberkörper und verdrecktem Lederschurz siehst, der sich an einem offenen Feuer zu schaffen macht, wird dir schnell klar, dass du dich in einer Schmiede befindest. Mit seiner dick behandschuhten Hand nimmt er einen rotglühenden Eisenstab aus dem Feuer, legt ihn auf einen Amboss und beginnt, ihn zu einem Hufeisen zu schlagen. Vor Anstrengung rinnt ihm der Schweiß von der Stirn. Willst du dich mit dem Schmied unterhalten, ihn mit dem Schwert angreifen oder ihn mit seiner Arbeit fortfahren lassen und deinen Weg nach Norden fortsetzen? Ich quatsch ihn zu. Und ich weiß schon, er wird super reagieren und sagen, hey, cool, dass du mich anquatschst, wenn ich versuche, meine fucking Arbeit zu machen. Das, sprichst du aus Erfahrung? Das klingt so... Ach nö. Der Schmied zieht seine Handschuhe aus und wischt sich die Hände an der Schürze ab, bevor er dich fragt, was du wünschst. Du antwortest ihm mit der Gegenfrage, ob er denn auch andere Sachen als Hufeisen mache. Er entgegnet, dass er in seiner freien Zeit gern Kettenpanzer anfertigt. Diese Nebenbeschäftigung habe sich, zumal in einer Stadt wie Port Blacksand, als ziemlich einträglich erwiesen. Er erklärt dir des Langen und Breiten, wie viel Geschicklichkeit und Arbeitsaufwand die Herstellung eines solchen Panzers erfordere und fragt dich zu guter Letzt, ob du nicht einen kaufen möchtest. Billig sind sie freilich nicht. Wenn du 20 Goldstücke für einen Kettenpanzer berappen willst, dann kannst du das tun oder verzichtest du lieber darauf und verlässt den Stall. Du hast gesagt, ich bin reich, ne? Du bist richtig rich. Das okay, ganze Twitch-Geld, das wird jetzt ausgegeben. Aber sowas von, ja. Weißt du? Ich meine, Kettenhemd, wenn man sowas schon mal tragen kann. Und wenn noch mal sowas mit so einer komischen, hier so einer Schlangenkönigin passiert. Richtig. Der Schmied streicht dein Geld ein und geht zu ein paar in einer Ecke liegenden Heuballen hinüber. Einen davon hebt er hoch und zieht darunter einen Kettenpanzer hervor, wobei er meint, in dieser Gegend muss man wirklich alles verstecken. Keinem Menschen kann man trauen. Der Panzer ist ein hervorragendes Stück Arbeit und sitzt wie angegossen. Du gewinnst 2 Gewandtheitspunkte. Dann verlässt du den Stall mit deiner neuen Rüstung und setzt deinen Weg Richtung Norden fort.
Ich sehe so gut aus. Shiny, shiny. Aber ohne, ich ziehe noch ein hässliches Hemd drüber. Ja, das ist ja sonst überfallen die mich gleich wieder, die kleinen Fieslinge. Ja, aber dann können sie dir nichts mehr anhaben, weil du hast den mega Kettenpanzer. Ja, aber wenn es 20 sind, wird es schwierig. Ach. So viele Stärke und Glückspunkte kann ich gar nicht haben. 20, ich glaube, na gut. Ich weiß nicht, ob die so organisiert sind. Nach einiger Zeit kommt dir ein in Lumpen gehüllter Mann, an dessen Beinen an einer Kette eine schwere Eisenkugel hängt, hastig entgegen. Völlig erschöpft lässt er sich in deine Arme sinken. Sein Gesicht ist schmutzig und unrasiert. Selbst das Reden bereitet ihm Mühe. Ich bitte dich, befreie mich von diesem Ding. Die Stadtwächter sind hinter mir her. 2 Jahre lang haben sie mich in ein Verlies gesperrt, aber es ist mir gelungen, einen unterirdischen Gang zu graben und zu fliehen. Ich bin ausgeraubt worden und konnte meine Steuern nicht bezahlen, also hat Lord Azzo befohlen, mich 5 Jahre in den Kerker zu werfen. Ich flehe dich an, hilf mir. Er blickt dir in die Augen und sagt... Hilf mir, Claudi. Oh, du weißt, ich bin nett. Ich zieh's durch, aber das wird bestimmt schrecklich. Das wird bestimmt schrecklich. Das ist bestimmt ein Fiesling, der mich gleich ausraubt, aber ich helfe ihm. Nein, ich glaube nicht, dass er... Aber es wird wahrscheinlich so sein, du hilfst ihm und er stirbt sowieso gerade. Er ist sowieso schon halb tot. Oh nein, nein. Wir helfen dem jetzt. Los, komm. Aber heimlich. Kaum hat der Mann geendet, als du auch schon Geschrei hörst und am Ende der Straße bewaffnete Männer in Sicht kommen. Willst du die Kette mit dem Schwert durchschlagen oder möchtest du den Mann lieber an die Stadtwachen ausliefern? Schlagen und wegrennen. Gut. Oh, kraftvoll holst du mit dem Schwert aus und lässt es mit aller Wucht auf die schwere Kette heruntersausen. Doch zu deiner Verblüffung prallt es davon ab. Bevor du noch einen zweiten Versuch unternehmen kannst, bist du von 4 Stadtwachen umringt, deren Lanzenspitzen auf dich gerichtet sind. Was wirst du tun? Du behauptest, du habest den entflohenen Sträfling wieder eingefangen oder du versuchst, sie zu bestechen, um den Gefangenen loszukaufen. Ich versuche sie zu bestechen, weil ich bin ja rich. Du gehst all in. Ich gehe all in, oh Gott. Du erklärst den Stadtwachen, du würdest ihnen etwas ganz Besonderes geben, wenn sie euch beide laufen lassen. Zwar entgegnen sie, dass der Gefangene ein Mörder sei, dem du nicht helfen solltest, bestehen jedoch darauf, dein Bestechungsgeschenk zu kassieren, da sie dich andernfalls ebenfalls einsperren würden. An folgenden Gegenständen wären sie interessiert. An Zaubertränken und an Waffen oder Ringen, die über magische Kräfte verfügen. Bist du bereit, ihnen einen der gewünschten Gegenstände zu geben, Claudi? Ja. Welchen? Ein Zaubertrank. Ich schätze mal, du hast auch einen Zaubertrank, ne? Also ich kann es jetzt nicht überprüfen, aber ich glaube dir das einfach mal. Ja. Ja. Es bleibt dir nichts anderes übrig, als dich möglichst schnell aus dem Staub zu machen, wenn du nicht riskieren willst, ins Gefängnis zu kommen. Also holst du den Zaubertrank aus deinem Rucksack und wirfst ihn auf die Erde. Sobald sich die Wachen danach bücken, rennst du Richtung Norden davon, so schnell es geht. Sofort hebt der entflohene Sträfling ein Mordsgeschrei an, woraufhin 2 Wachen deine Verfolgung aufnehmen. Da entdeckst du in einem Seitengässchen ein großes offenes Fass, in dem du dich blitzschnell versteckst. Du hörst die Wachen an dir vorbeilaufen, wartest sie doch noch ein paar Minuten ab, bevor du dein Versteck wieder verlässt. Nachdem du dich vergewissert hast, dass die Luft in der Stallgasse rein ist, setzt du deinen Weg nach Norden fort. Dieser kleine Fiesling, oder? Da hätte der mich jetzt hier wirklich ans Messer geliefert. Dabei wollte ich ihm helfen. Man kann hier wirklich niemandem vertrauen, ne? Ist so. Ja, so ist es manchmal. Auf der rechten Straßenseite liegen die Häuser jetzt etwas zurückgesetzt und sind von der Straße durch einen Holzzaun abgetrennt, hinter dem Beerensträucher, Bäume, Ziersträucher und Blumen stehen. In der Mitte des Zaunes befindet sich ein Drehkreuz, neben dem ein Schild mit der Aufschrift Öffentliche Anlage, Eintritt, ein Goldstück steht. Möchtest du dir die Anlage ansehen oder setzt du deinen Weg lieber auf der Straße fort? Wir ziehen es durch, weißt du? Vielleicht verliert sich dann unsere Spur ein bisschen besser. Was heißt, wir ziehen es durch? Wir gehen da rein. Wir gehen da rein, okay. Kostet aber ein Goldstück, Claudi. Egal, wir sind immer noch reich. Okay. Du schiebst ein Goldstück in den dafür vorgesehenen Schlitz und gehst durch das Drehkreuz. Ich frage mich manchmal, welcher Zeit er spielen soll. Obwohl die Blumen und Sträucher nicht außergewöhnlich sind, bist du trotzdem überrascht, dass es in Port Blacksand überhaupt so etwas gibt. Die Anlage ist nicht sehr groß. Nach etwa 60 Metern grenzt sie an die Rückseite einiger Häuser. Es gibt 2 Wege, von denen der eine am Rand der Anlage entlang führt, während der andere geradewegs in die Mitte zu einer kunstvoll beschnittenen Gebüschgruppe führt, deren einzelne Büsche unterschiedliche Tiere darstellen. Du beschließt, dir das Ganze genauer anzusehen. Der Weg mündet in einen kleinen gepflasterten Platz, der von den tierförmigen Büschen umrundet wird. In seiner Mitte ruht auf einem Steinsockel eine riesige Tonschale mit Lotusblumen. Wuhu! Daneben steht ein Schild mit der Aufschrift Blumenpflücken verboten. Weit und breit ist kein Gärtner und auch sonst keine Menschenseele zu sehen. Möchtest du es riskieren, trotz des Verbotes eine Blüte abzupflücken?
Ja, und jetzt passiert bestimmt was Schreckliches, aber wir müssen es tun. Gehst doch jetzt nicht ohne die Blüte, oder was? Ey, ohne Scheiß jetzt, ne? Wir haben die Perlen, wir haben das Hexenhaar, wir haben die Silberpfeile, wir brauchen diese Flutusblüten. Und? Das Tattoo. Sobald du eine Blüte abpflückst, erhebt sich heftiges Blättergerasche. Drei der tierförmigen Büsche haben sich entwurzelt und rücken dir auf den Leib. Hast du einen Feuerring? Nein. Okay. Oh shit. Gut. Kann ich jetzt mit so einem Schwert schlagen? Ja. Du ziehst dein Schwert, um dich gegen die näher rückenden Buschbestien zu verteidigen. Ihr gemeinsamer Angriff zielt offenbar darauf ab, dich zu ersticken. Behandle die Buschbestien wie ein einzelnes Wesen. Au! Es ist ein Kampf, wenn ich kämpfe! Erschöpft gehst du als Sieger aus dem Kampf hervor. Oh, du läufst zurück zum Drehkreuz, wobei du die Lotusblüte noch immer fest umklammert hältst und flüchtest hinaus auf die Stallgasse. Ja, es war so knapp. Ey, ohne Scheiß jetzt. Du wärst gerade fast erwürgt worden von drei Buschbestien. Ja, und vor allem frage ich mich, wie sahen die aus? Büsche? Kennst du diese schlechte The Shining Remake, wo Stephen King selber mitgemacht hat? Nein. Das, was es jetzt gibt hier, Dr. Sleep? Nein, von früher, von 2000 irgendwas. Mit so total schlecht animierten Büschen. So musst du dir das vorstellen. Ah, nee, das habe ich nicht gesehen. Aber das gucke ich mir jetzt an, wenn ich das weiß. Nee, mach das nicht. Mach das nicht, ist wirklich nicht gut. Okay. Nach einiger Zeit endet die schmale Straße am Mühlenweg, der von Ost nach West an der Stadtmauer entlangführt. Da du von links einen Trupp Stadtwachen auf dich zumarschieren siehst, beschließt du, schnell nach Westen in den Mühlenweg einzubiegen. Auf jeden Fall. Dort kommt dir nach wenigen Metern ein junger Kerl. Du solltest dich jetzt lieber nicht blicken lassen bei der Stadtwache, ne? Dort kommt dir nach wenigen Metern ein junger Kerl mit einem hochbeladenen Obstkarren entgegen, während du gleichzeitig linker Hand ein schmales Gässchen entdeckst. Möchtest du in die Gasse einbiegen oder möchtest du dem Jungen Obst abkaufen? Der Junge weiß bestimmt, wo man sich ein richtig schönes Tattoo lassen kann. Ich kaufe Obst, denn ich brauche nämlich ein bisschen wieder ein paar Punkte. Oder? Claudi, weißt du, wenn in der Geschichte, wenn das Gewehr über dem Kamin hängt, ja, das hängt da nicht einfach nur so umsonst. Sondern das hat einen Grund, dass das da hängt. Und wenn da jetzt steht, da ist ein schmales Gässchen, wo du einbiegen könntest, komplett unscheinbar, dann, du bist halt auf der Suche, du brauchst kein Obst, du brauchst ein Tattoo. Weißt du, was ich meine? Okay, dann gehe ich halt in die Straße. Weißt du, was ich meine? Du musst manchmal die subtilen Hinweise... Okay, pass auf. Das Gässchen endet an einem kleinen Laden. An der zur Hälfte aus Butzenscheiben bestehenden Tür hängt ein Schild mit der Aufschrift Jimmy Quickton, der beste Tätowierer der Stadt. Oh. Ich glaube, das wär's jetzt echt gewesen. Du wärst jetzt vorbeigelaufen, das wär's gewesen, ne? Echt jetzt? Ja. Also ich meine, du hättest weiterspielen können, aber am Ende merkst du, dass ein scheiß Tattoo fehlt. Entschuldigung. Als du die Tür öffnest, bimmelt ein winziges Glöckchen und ein ausgesprochen fetter, in scharlachrote Seide gekleideter Mann lächelt dich zur Begrüßung an. Da du dein Staunen über seine über und über mit farbenprächtigen Tätowierungen verzierten Arme, Hände und Füße nur schlecht verbergen kannst, meint er grinsend, Übung macht den Meister. Du erklärst ihm, dass du ein von einem gelben Strahlenkranz umgebenes weißes Einhorn auf deine Stirn tätowiert haben möchtest und dass du nichts lieber möchtest als das. Ja. Genau. Er entgegnet, dass das kein Problem sei, dich der Spaß aber 10 Goldstücke kosten würde. Oh. Bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen, Claudi? Leute, ich sag's euch jetzt so, wie es ist, ne? Ich glaube immer noch daran, dass das halt so eine kleine Verarsche ist. Dass das mit der Lotusblüte, mit den Perlen und mit dem Hexner, okay. Das mit den Silberfällen auch, aber ich glaube, diese Tätowierung werde ich bereuen mein Leben lang. Aber es kann auch sein, dass dein Leben gar nicht mehr so lange geht, dann wäre es auch egal. Ich ziehe es einfach durch, weißt du, in Einhorn auf der Stirn, hey. Ja, ne? Warum nicht? Ich meine, wenn man das machen kann, dann... In einem gelben Strahlenkranz. Ja, dann macht man das einfach. Nachdem du ihm das Geld gegeben hast, fordert er dich auf einem Holzschemel Platz zu nehmen. Nachdem du eine ziemlich lange und schmerzhafte Prozedur über dich hast ergehen lassen, bei der er dich immer wieder mit einer scharfen Nadel in die Stirn gestochen hat, trägt er die unauslöschlichen Farben auf. Nachdem er seine Arbeit beendet hat und du dich in einem Spiegel an der Wand betrachtest, kommst du dir selbst etwas fremd vor. Mit einem Achselzucken verlässt du den Laden und gehst zurück. Weißt du, das ist so, wenn dich jemand... Das ist so eine schöne Tätowierung. Wenn dich jemand sieht, denken die Leute wahrscheinlich sofort, du hast dich gerade von deinem Freund getrennt oder so.
Weißt du, ja, und ich jetzt hätte nur, neues dass ich mir Tattoo. Die Haare abschneide, weißt du? Genau, neue Frisur und neues Tattoo auf die Stirn. Warte mal, ich google mal ein Tattoo, warte mal, Tattoo, Einhorn in gelbem Strahlenkranz. Sich, das hat jemand tätowieren lassen. Bilder. Nee, tatsächlich nicht. Interessant. Claudia, du könntest die Erste sein. Ja? Okay, wer ist dafür, dass ich mir diese Tätowierung tatsächlich machen lasse? Und wenn ja, falls es noch ein paar Kunstmenschen gibt, ja, malt mal bitte das Einhorn im gelben Strahlenkranz. Ich sehe es direkt vor mir. Danke. Ja, ich nicht. Ja. Ich bin gespannt. Nachdem er seine Arbeit beendet hat und du dich in einem Spiegel an der Wand betrachtest, kommst du dir selbst etwas fremd vor. Mit einem Achselzucken verlässt du den Laden und gehst zurück zum Mühlenweg, in den du nach links einbiegst. Nach einiger Zeit kommen dir auf der Straße zwei riesengroße Wachen in der schwarzen Uniform von Lord Azur entgegen. Die erkennen mich nicht mehr wegen dem Tattoo, oder? Ja, richtig. Als sie näher kommen, stellst du fest, dass es sich um zwei Trolle handelt, jene brutalen Söldner, die Lord Azur für seine Elitetruppe anheuert. Zu deiner Rechten befindet sich ein Baum, dessen Zweige fast bis an den oberen Rand der Stadtmauer reichen. Willst du es riskieren, an den Trollen vorbeizugehen, oder versuchst du lieber auf den Baum zu klettern, um über die Mauer zu gelangen? Ah, die Frage ist, sind meine Augen schon zugeschwollen durch die Tätowierungsgeschichte oder kann ich noch gut klettern und gucken? Ich habe doch ein Seil. Ich kletter einfach da drüber. Bäm. Kannst du machen. Oh Gott, ich hoffe, ich fall nicht runter. Also, ich glaube, es ist eine gute Idee, weil du hast ja noch keinen Pass, ne? Ja. Sobald die Trolle merken, was du vorhast, laufen sie auf den Baum zu. In der Eile musst du deinen Schild zurücklassen und verlierst damit einen Gewandtheitspunkt. Nachdem du blitzschnell auf den Baum hinaufgeklettert bist, stellst du fest, dass du von dem Ast, auf dem du stehst, noch 2 Meter auf die Stadtmauer hinüberspringen musst. Trägst du einen Kettenpanzer, dann musst du ihn ausziehen, um sicher hinüber zu gelangen. Und du musst ihn zurücklassen, ne? Da die zwei Trolle unter dem Baum ihre Schwerter wütend schwingen, bleibt dir keine andere Wahl, als zu springen. Scheiße. Okay. Der teure Voll. Kettenpanzer. Wie viel? Vor allem, ja, ich wollte gerade sagen, kannst du nicht einfach den Kettenpanzer da rüberwerfen? Ja, echt, ey. Oh. Komm, wir tun einfach so, oder? Okay, du wirfst den Kettenpanzer rüber und und springst hinterher. Ja. Zwar kommst du nicht mit den Füßen auf, aber es gelingt dir gerade noch, den Mauerrand mit den Fingerspitzen zu erwischen. Erinnert dich das an irgendwas, Claudi? Oh ja. Ja? Mich erinnert das an Prince. Echt? Prince of Persia. Ja, da muss man auch mal so mit den Fingerspitzen sein. Mann, ich dachte, du meinst Prince hier, du weißt schon, der... Tough Cup. Nein, nein. Nachdem du dich hochgezogen hast, stellst du fest, dass du auf der Mauer weitergehen kannst. Rechts und links erheben sich in einiger Entfernung von mehreren hundert Metern Steintürme über den Befestigungsanlagen. Trolle? Plötzlich werden die Türen dieser Türme aufgerissen und heraus stürzen weitere Stadtwachen und laufen auf dich zu. Rechts und links von der Mauer geht es 20 Meter nach unten. Wirst du... Ich hab ein Seil! ...in die Freiheit springen, wirst du ein Kletterseil, falls du eines hast, an der Wand befestigen und auf die andere Seite runterklettern oder dich den heranstürmenden Wachen stellen? Ja, okay. Seil, Mann, das Seil! Es war wirklich gut, dass wir dieses verdammte Seil gekauft haben am Anfang, ne? Seil ist immer gut. Ja, wenn dir das Spiel sagt, du kannst ein Seil kaufen, dann kauf ein Seil. Richtig. Hast du den Schacht gesehen? Ja. Da kann man sich auch einen Gegenstand mitnehmen. Ich glaube, da hat auch einer ein Seil dabei. Das weiß ich gar nicht mehr, aber Tatsache war, dass die einen Hund mit hatte und ich wusste schon, das wird nicht gut. Langsam lässt du dich zu Boden gleiten, während dir die Wachen von oben mit den Fäusten drohen. Jetzt bist du außerhalb der Stadt. Hast du alles, was du brauchst, um die Prinzen der Dunkelheit zu überwältigen? Hast du alle Gegenstände und die Tätowierung auf der Stirn, Claudi? Ja, ich hab die Tätowierung. Der Abend dämmert. Du bist müde, erschöpft und hungrig. Aus der Ferne hörst du eine Musik, die dir vertraut vorkommt. Da, 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 da. Ja, Claudi, ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Pause jetzt hier. Ey, Micha, Mann, ey, wenn die Tätowierung sich nicht auszahlt, ne, dann raste ich aus. Dann wirst du mich finden. Dann werde ich dich finden und dann kriegst du die Tätowierung. Ich mache einfach mein Handy aus. Ha. Es gibt Menschen, die wissen, wo du wohnst. Ja.
Und die haben ihr Handy an. Das liegt daran, dass ich nicht Nikodemus heiße und unter einer Brücke wohne. Ey, wenn Nikodemus mich verarscht hat, ne? Wenn das wirklich das Ende dieses Buches ist, dass Nikodemus mich verarscht hat und mich der Zauberer oder der Fiesling dann auslacht, ja? Während ich vor ihm stehe. Ich meine, das einzig Gute wäre, wenn er sich quasi totlacht. Ja? Aber ansonsten, ich hoffe halt, dass dieser gelbe Lichtstrahl dann anfängt, ihn zu bestrahlen. Ja. Ja, definitiv. Und wir wissen immer noch nicht, was das für eine Musik ist, ne? Ich sehe irgendwie so ein Auto fahren, so ein 80er oder vielleicht sogar 70er mäßig so ein Auto irgendwo langfahren über so eine Straße. Ah, so Ford Capri-Werbung, ne? Nee, irgendwie zu so einer Serie, so. Wo jemand da so am Steuer sitzt, dann hat er so die Scheiben ein bisschen runtergekurbelt, die Haare, die wehen so ein bisschen im Wind und er fährt dann wie so eine Art Käfer, in so einem alten Käfer irgendwie straßenlang. Vielleicht ist das auch nur die allabendliche Parade von Lord Azor und die müssen alle am Straßenrand stehen, ihm zujubeln und er fährt da so durch mit der Kutsche und winkt so mit der Hand. Oh Mann, ey Micha, ich dachte, du sagst uns das irgendwie mal. Was denn? Naja, was das für ein Song ist. Ach so, das habe ich doch gar nicht in Aussicht gestellt. Was? Ich dachte, wir werden es nie erfahren. Naja, also selbst wenn wir es schaffen sollten, irgendwie 12.571 Folgen zu machen, wirst du uns nicht sagen, was das für ein Outro ist? Genieß es doch einfach. Ey, du weißt, dass das gegen die menschliche Natur ist, ja? Menschen wollen wissen, was Sache ist. Meistens. Außerdem, wenn ich sagen würde, dann würde ich ja Urheberrechtsprobleme bekommen. Solange es niemand weiß, was es ist, kann ich auch keine anklagen. Fall gelöst. Bist so clever. Okay, gut, wir werden es niemals erfahren und es ist okay. Es ist einfach okay. Es ist einfach sowas von okay. Ah, oh Mann, ey. Micha, aber jetzt mal ohne Scheiß, diese Bücher sind echt cool. Vor allem, ja? Wenn man diesen ganzen Kram mit dem Gerechne weglässt. Finde ich auch. Ein bisschen improvisieren. Ja, sowas liebe ich nämlich. Die Stadt der Diebe, Teil 2. Ich bin aufgeregt! Ja, Mann, ich auch. Und ich freue mich. Also, es geht weiter. Du holst Nikodemus Skizze aus deinem Rucksack und machst dich auf den langen Weg nach Norden zum schwer bewachten Turm von Zanbarbone, dem Prinzen der Dunkelheit. Und wie du dich, wenn du dich richtig erinnerst, dem ehemaligen Klassenkameraden von Nikodemus, der diesen alten Gag mit dem Tattoo hat, ne? Mhm. Dein Weg führt dich durch Wälder und Felder, wobei es dir recht gut tut, wieder frische Luft und den herrlichen Duft von Blumen und Sträuchern einzuatmen. Als die Dämmerung hereinbricht, beschließt du, unter einer riesigen Ulme dein Nachtlager aufzuschlagen. Nachdem du dir ein köstliches Mahl aus Kaninchenfleisch und Pilzen bereitet hast, legst du dich nieder und schläfst auch sofort tief und fest ein. Du gewinnst 2 Stärkepunkte. Oh mein Gott. Das klingt fantastisch. Achso, okay, oder? Ich dachte schon, ich werde jetzt überfallen von so einer Horde Orks oder nein, so. Nein. Am Morgen siehst du dich als erstes nach einer Eibe um und schneidest dir einen langen Zweig ab, aus dem du dir einen Bogen für den Silberpfeil schnitzt. Hm? Oh, man macht immer aus Eibenbogen, ne? Ja. Als du seine Spannung prüfst, bemerkst du auf einem Ast unmittelbar über dir plötzlich eine weiße Taube. An ihrem Bein ist ein Papierröllchen befestigt, das sie sich abnehmen lässt, ohne wegzufliegen. Es enthält folgende Nachricht. Lieber Freund, ich fürchte, ich werde allmählich zu alt, um noch irgendjemandem nützlich zu sein. Es tut mir leid, dass ich dir hinsichtlich der Dinge, die du brauchst, um Zanbarbone zu töten, etwas Falsches gesagt habe. Du darfst nur 2 der 3 Bestandteile, die ich dir genannt habe... Du darfst nur 2 der 3 Bestandteile, die ich dir genannt habe, nehmen, aber ich kann mich einfach nicht mehr erinnern, welche beiden. Ich kann dir nur den Vorschlag machen, entweder Hexenhaar und schwarze Perlen oder Hexenhaar und Lotusblüte oder schwarze Perlen und Lotusblüte zusammen auszuprobieren. Verzeih mir. Viel Glück. Endpunkt. Du knüllst. Warte mal, hat er uns gerade gesagt, dass wir das Tattoo ganz umsonst gemacht haben? Nein, das Tattoo ist wichtig, aber die 3 Sachen, Hexenhaar, Lotusblüte und schwarze Perlen, davon darfst du nur 2 nehmen. Wenn du dich falsch entscheidest, ich stehe total auf Lotusblüte und Perlen, weißt du? Ich stehe total auf Lotusblüte und Perlen, aber Hexenhaar hat bestimmt irgendwie eine Wirkung. Weißt du, es gibt 3 Möglichkeiten und 2 sind falsch. Das ist doch Kacke. Das klingt so wertend, wenn du das so sagst. Also, Claudi, ja, pass auf. Ich nehme jetzt Hexenhaar und Lotusblüte. Warte. Du nimmst Hexenhaar und Lotusblüte, ja? Ja.
Du knüllst die Zettel zusammen, wirfst ihn zu Boden und fluchst. Du überlegst hin und her, bevor du dich endlich entscheidest. Als du deine Wahl getroffen hast, zerreibst du die beiden Bestandteile auf einem flachen Stein. Also Claudi, in der Geschichte ist das so angelegt, du hast in der Geschichte schon die Wahl getroffen, du kannst aber die Wahl später treffen tatsächlich. Also es ist jetzt schon geschehen, aber du kannst später sagen, was es war. Okay. Na, den Rest werfe ich ja auch nicht weg. Ich kann vielleicht noch ein bisschen was einstecken. Genau. In der Hoffnung, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, füllst du das Pulver in einen Lederbeutel. Dann setzt du deinen Weg fort. Schon nach kurzer Zeit bietet deine Umgebung einen weniger freundlichen Anblick. Es gibt kaum einen Baum, der nicht verwachsen oder verkrüppelt wäre, und auch die Vögel scheinen ihre Stimme verloren zu haben. Offenbar näherst du dich dem Reich des Prinzen der Dunkelheit. Da beginnen die Büsche zu deiner Linken plötzlich zu rascheln. Und du hörst ein Knurren. Offenbar hat dein Geruch irgendein Untier angelockt. Würfle mit einem Würfel und sieh auf der folgenden Tabelle nach, um was für ein Wesen es sich handelt. Du musst mit ihm kämpfen, wie üblich. Soll ich würfeln für dich, Claudi? Nee, ich will würfeln. Okay, würfel mal bitte. Weil das ist viel cooler. Warte mal, da muss ich nochmal hier meinen Würfel aufmachen. Ich habe es nämlich zugemacht, weil ich darauf verlassen habe, dass du das machst. Aber es ist irgendwie... Au! Entschuldigung. Ich habe anstatt Würfel Wurzel geschrieben. Okay, Achtung, Spielwürfel. Halt, nee. Warte. Online-Würfel. Ein Würfel, 6 Seiten, ne? Genau. Würfeln. 6. Du kämpfst gegen einen Affenmenschen. Okay, Claudi, mach dich bereit. Au! Der ist hartlich! Oh, Claudi, das ging gerade noch mal gut aus. Und jetzt ist es so. Moment. Du hast gegen den Affenmenschen gekämpft. Da müssen wir noch mal ein bisschen weiterblättern. Und zwar. Als der Affenmensch zu Boden sinkt, bemerkst du, dass seine linke Hand zu einer Faust geballt ist. Als du sie öffnest, findest du darin ein winziges goldenes Schmuckstück in Gestalt einer Eule. Es ist ein Talisman mit Zauberkräften, der es dir ermöglicht, in der Dunkelheit zu sehen. Vorsichtig steckst du die Eule in deine Brusttasche und setzt deinen Weg fort. Das ist ja das Beste, was je passiert ist. Ja, Mann. Du hast ein Power-Up bekommen. Nachdem du den ganzen Tag gelaufen bist, gelangst du schließlich auf den auf Nikodemus' Karte angegebenen Hügel, auf dem sich der Turm des Prinzen der Dunkelheit befindet. Ringsum herrscht völlige Stille und in der Luft liegt ein unangenehmer Modergeruch. Das fahle Licht des heraufziehenden Mondes wirft lange Schatten auf den Boden und als du nach oben blickst, siehst du die düstere Silhouette von Zanderbones Turm wie einen schwarzen Finger in den Himmel ragen. Nachdem du dich vergewissert hast, alles, was du brauchst, griffbereit zu haben, ziehst du dein Schwert und gehst beherzt auf den hölzernen Bogen des Eingangsportals zu. Als plötzlich ein durchdringendes Heulen die Stille zerreißt und dich herumwirbeln lässt, blickst du in zwei unheimliche Augenpaare. Sie gehören zwei sprungbereiten Mondhunden, die Zanderbone als Killerhunde abgerichtet hat. Du musst nacheinander mit beiden Hunden kämpfen. Nein! Ich mag doch Hunde. Ich will das nicht tun, aber ich muss. Es ist nichts Persönliches. Oh. Ja, aua. Ich glaube, der eine hat mich gebissen. Du machst aber wirklich immer, du machst kurzen Prozess, ne? Ja. Dabei bist du doch eigentlich so tierlieb. Das stimmt. Ich weine auch gleich ein bisschen. Das bringt dich auch ein bisschen in Konflikt, oder? Wie fühlst du dich dabei, Claudi? Was macht das mit dir? Ich bin ein Monster. Die Geschichte macht mich zu einem blutrünstigen Monster. Am Ende kommt raus, dass ich das Kind von ihm bin. Oh mein Gott. Dann hast du auch noch deinen Daddy erledigt. Ja. Du wischst das Blut von der Schwertklinge und gehst auf das Holzportal zu. Als du die Klinke herunterdrückst, stellt sich heraus, dass sie verschlossen ist. Hast du ein Passepartout bei dir? Hast du ein Passepartout? So ein Schlüssel, der alle Türen öffnet? Nee, ne? Andernfalls hättest du vielleicht in die Schlüsselgasse gehen müssen. Andernfalls hast du die Möglichkeit, entweder an einem neben der Tür hängenden Lockenzug zu ziehen oder zu versuchen, die Tür einzurennen. Ja, Claudi, was liegt denn eher an deiner Natur? Am Glöckchen ziehen oder die Tür einrennen? Glöckchen ziehen ist vielleicht nicht so clever, ne? Aber die Tür einrennen ist halt genauso dumm. Ich wäre halt über den Zaun geklettert. Ach, wir klingeln. Vielleicht ist der Butler dumm. Ja, das ist dann wie bei Indiana Jones. Und ich bin Mickey Mouse.
Du hörst eine Glocke auf der anderen Seite der Tür läuten. Wenige Minuten später wird die Tür von einem hageren, bleichhäutigen Mann in Bedienstetenuniform geöffnet, dessen Augen auffallend dunkel und eingefallen sind. Er zischt dich unfreundlich an. Ja. Willst du sagen, dass du ein Reisender bist, der sich verirrt hat? Oder greifst du ihn lieber mit dem Schwert an? Ich will nicht schon wieder kämpfen. Aber, ach komm, wir versuchen einfach mal, ob er sich bequatschen lässt. Ja, ne, mach doch mal die Quatschtour, genau. Also, der Mann sieht dich lächelnd an und meint, wir bekommen hier nicht oft Besuch, aber ich bin sicher, das ist der Wunsch meines Herrn und Meisters wäre, dir ein Bett für die Nacht anzubieten. Komm herein. Claudi, jetzt frage ich dich, wenn er sagt, es wäre der Wunsch meines Herrn und Meisters, kann es sein, dass er seinen Herrn und Meister schon umgebracht hat, weil er könnte ja anderenfalls einfach fragen. Oh mein Gott. Und vielleicht ist er der Endgegner, Claudi, also, oh Gott, wir schauen mal. Du folgst ihm hätte ich ihn doch gleich bekämpfen müssen. Du folgst ihm in eine mit einem herrlichen Marmorboden ausgelegte Halle, an deren Wänden Porträts und Schilder hängen. In der Mitte der Halle führt eine Wendeltreppe nach oben. Er fordert dich auf, ihm nach oben zu folgen und bietet dir an, deinen Rucksack zu tragen, was du bereitwillig zulässt. Nee. Nein! Oh Gott. Als du einen Blick nach oben wirfst, stellst du fest, dass sich die Wendeltreppe ganz nach oben in den Turm schraubt. Doch tritt der Mann bereits im ersten Stock auf einen Treppenabsatz hinaus und geht auf eine Tür zu. Sie führt in ein geräumiges Gemach mit einem bequem aussehenden, frisch hergerichteten Bett, auf das er deinen Rucksack legt. Er erklärt dir, dass du hier übernachten könntest und fügt im Hinausgehen noch hinzu, dass du seinen Herrn und Meister beim Frühstück antreffen wirst. Möchtest du die Tür schließen und zu Bett gehen oder möchtest du, nachdem du ein paar Minuten abgewartet hast, lieber den Turm auskundschaften? Na? Oh, weißt du, ich bin halt echt ganz schön müde, so diese Tätowierung und dieser ganze Kram, aber dann denke ich mir so, Claudi, weißt du, dann treffe ich den beim Frühstück. Du hast gerade ein Kaninchen mit Pilzen gegessen und bist super ausgeschlafen. Du bist auch super, super aufgeregt. Und okay, weißt ich gehe den scheiß Turm. Ich meine, was glaubst du denn, was passiert, wenn du dich da jetzt schlafen legst bei Zenbar Bone? Hallo? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich stehe dann früh auf und sage zu ihm auch, danke, dass du mir ein Bett gemacht hast. Das war echt super lieb von dir. Aber ich muss jetzt dich töten. Ja, aber du willst doch nicht als Frühstück am Frühstückstisch sitzen, Claudi. Das ist doch mal klar. Nein. Ja. Du gehst natürlich los. Du tust. Okay, keiner isst mich. Claudi, du versuchst einzuschlafen, aber du kriegst kein Auge zu und beschließt, den Turm auszukundschaften. Ja? Weißt du, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich eine freiwillige Entscheidung getroffen habe oder ob du mich ein bisschen, aber nur ein ganz bisschen. Ja, aber kannst du das jemals sein, Claudia? Ja, okay, ich gehe jetzt da hoch. Ich wäre wahrscheinlich auch, ich wäre auch zu neugierig. Ja, und ich meine, selbst wenn du dich schlafen legst, dann würdest du auch beim Einschlafen nicht noch fragen, habe ich diese Entscheidung wirklich selber getroffen oder wurde sie für mich getroffen? Ich würde im Bett liegen und würde die ganze Zeit an die Decke starren und denken, oh Gott, oh Gott. Und dann würde ich vielleicht doch gehen und gucken. Und vor allem hättest du die ganze Zeit dabei, während du das machst. Wenn du da liegst im Kopf, diese komische Musik. Ich hasse dich. Ich dachte, jetzt kommt die Musik vom Psycho, Mann. Achso, nein. Ich wollte mal kurz sagen, wenn ich abends im Bett liege, dann ist das die Musik, die genau die ganze Zeit in meinem Kopf langläuft. Das glaube ich dir auch sofort. Was hättest du mir nicht mal sagen müssen? Und wenn du früh aufstehst, ist genau das deine Guten Morgen Musik. Richtig. Okay, also du machst dich jetzt auf den Weg, ja, du... Ich gehe. Leise schleichst du zur Treppe zurück und steigst in das zweite Stockwerk hinauf. Auch hier befindet sich am Ende des Treppenabsatzes wieder eine Tür. Möchtest du sie öffnen oder steigst du lieber gleich in den dritten Stock hinauf? Ich mach die auf und da ist eine gefangene Prinzessin, die ich befreie. Das ist echt, also ich weiß nicht, das manchmal, was du so von dir gibst, ist ganz schön heteronormativ, Claudi. So, du bist einfach, weißt du, du bist der weiße Cis-Mann bloß als Frau. Das stimmt. Tut mir leid. Steffi, falls du das hörst, es tut mir leid. Irgendwann wäre ich ein besserer Mensch. Oder so. Okay, Claudi, du betrittst einen prächtig ausgestatteten Raum voller Kunstgegenstände und Kuriositäten. Vor dir steht eine in ein schwarzes Seidengewand gehüllte junge Frau mit langem schwarzem Haar und leuchtend roten Lippen. Sie lächelt und fordert dich auf, in einem Sessel Platz zu nehmen. Da dir völlig klar ist, dass du eine Dienerin Zenbar Bones vor dir hast, kommst du ihrer Aufforderung nicht nach. Da kommt sie mit ausgestreckten Armen auf dich zu, als wolle sie dich umarmen. Doch als sie diesmal lächelt, blitzen dir zwei Raubtierzähne entgegen, die nur von einem Vampir stammen können. Ich wusste es. Claudi, ey, wirklich, Gott sei Dank hast du gerade noch einen Döner gegessen, ja?
Und es passiert jetzt Folgendes. Als sie den Knoblauchgeruch, der von dir ausströmt, wahrnimmt, verzerrt sich das Gesicht der Vampirdame vor Entsetzen. Sie flüchtet in eine Ecke des Raumes, um den durchdringenden Geruch, der ihre blutsaugerischen Instinkte abtötet, zu entgehen. Ohne sie aus den Augen zu lassen, gehst du rückwärts zur Tür hinaus, wobei du den Schlüssel abziehst und von draußen absperrst. Dann steigst du die Wendeltreppe in das nächste Geschoss hinauf. Hey, wie du mich immer rettest aus den Geschichten. Jetzt, das war jetzt wirklich knapp. Also ich glaube tatsächlich, du solltest in meinem echten Leben die Erzählerstimme sein und mich immer vor komischen Sachen retten. Ja, aber Claudi, weißt du, ich kann auch nicht immer da sein. Weißt du, du musst doch auf eigenen Beinen stehen. Manchmal schon, nie. Du musst Beinen fest auf der Erde stehen. Ey, soll ich dir mal was erzählen? Okay. Ja, also, das ist jetzt auf Dating-Plattformen. Ne? Warte, unter uns. Das brauchst du nicht, das musst du nicht rausschneiden. Ja. Auf Dating-Plattformen sagt tatsächlich jeder in seinem Profil, jeder männliche Mensch, also ungefähr 99%, nicht jeder, und es gibt auch Ausnahmen, dass er mit beiden Beinen fest im Leben steht. Und dann frage ich mich, okay, wenn das alle machen, warum schreibe ich das hin? Oder was wollen die mir eigentlich damit sagen? Ich bin nicht arbeitslos? Also Claudi, ganz ehrlich, wenn jemand mit beiden Beinen fest im Leben steht, warum ist er dann bitte nicht verheiratet und hat ein Haus und eine Familie? Ich hasse dich. Ich stehe auch mit beiden Beinen fest im Leben. Ja, und ich bin nicht verheiratet und habe keine Kinder und habe kein Haus. Ja, ich habe auch ganz viel davon nicht. Ich schreibe ja auch nicht so einen Quatsch. Micha, ich stehe mit beiden Beinen fest im Leben. Ey, Micha, weißt du? Du hast mehr erreicht als ich. Ja, aber Claudi, wir haben beide den Podcast. Ja, und das ist ja wohl der... Ja, am Ende sind wir auf derselben Stufe angekommen. Richtig. Aber weißt du, Claudi, das ist auch nicht keine eindimensionale Sache. Ja, das ist nicht eine Achse, das sind mehrere Natürlich. Achsen. Ja, aber weißt du, bei mir ist es halt gar keine Achse. Verstehst du? du bist einfach ein Punkt. Ja? Ich bin nullachsig. Ach Gott. Ja, siehst du, denk mal drüber nach, ja. Micha. Also quasi, ich bin eindimensional, aber du bist nulldimensional. Ach, ist das schlimm, Claudi. Ich bin sowas von nulldimensional. Ich würde sagen, wir lesen eindimensional. Einfach, einfach weiter. Okay. Ja, okay. Okay. Entschuldigung für diesen... Ey, dreidimensional, hast du gerade gesagt, dass ich fett bin? Oh, Gottes Willen. Als du den dritten Stock erreichst, endet auch hier der Treppenabsatz an einer Tür. Möchtest du sie öffnen oder willst du lieber gleich weiter hinaufsteigen? Da, Claudi, bist du neugierig, was dich diesmal erwartet hinter dieser Tür? Wir gehen da jetzt rein. Jetzt kommt die Prinzessin. Komm, wir gehen da jetzt. Ist auch richtig. Wir können da nicht vorbeigehen. Guck mal, die Leute bezahlen für den Podcast. Und ich habe jetzt, ich habe einen Haufen neue Jingles gekauft von diesem Gehaltskonto, was wir haben. Das wollte ich dir nochmal schicken bei Gelegenheit. Und da müssen wir den Leuten jetzt gibst auch du das Ganze, gibst du gerade das ganze Geld für dich alleine aus? Nein, ich wenn ich rausfinde, dass diese 5 neuen Rolexe, die du auf Instagram gepostet hast, von diesem Geld bezahlt sind. Nein, nichts davon abbekommen habe. Wo sind meine Rolexe? Wo ist mein neues Auto? Ja, weißt du, machst hier einen du machst hier so ein Ding von wegen, ich bin hier, wie heißt dieser komische Tag, wo ihr alle Radfahrrad in Berlin und da irgendwie CM, Awareness schaffen wollt. Critical Mass. Nein, wir wollen nicht Awareness schaffen, wir wollen nur rumpöbeln. So. Ja, siehst du? Und dann steigst du in dein fucking SUV, den du dir gekauft hast, in deinen scheiß Porsche Cayenne, den du von unseren Einnahmen geholt hast, ja, trägst gleichzeitig deine 5 Rolexe und erwartest von mir, dass ich hier sitze in Leipzig. Ja, genau. Ja, lach ruhig. Ja. Micha, ich weiß, was du da tust. Ach, ne? Claudi, ja. Arafat. Ja. Hat's mir gesagt. Arafat hat's dir gesagt. Ach, Claudi, weißt du, jetzt habe ich das leider verpasst. Du hast gerade so schön geraged und ich hätte eigentlich dazu was einspielen wollen, aber ich warte einfach auf die nächste Gelegenheit, ja. Ey, ich werde auf jeden Fall dich nochmal anschreien. Das ist gut. Ich lese weiter, Claudi. Trotz der auf dem Treppenabsatz hängenden Lichtampeln kannst du in diesem Zimmer absolut nichts erkennen. Es ist stockdunkel. Bist du im Besitz einer goldenen Eule oder nicht, Claudi? Nee, bin ich nicht, aber goldene eigentlich... Goldene Eule? Na, überleg nochmal, was hast du denn? Ach, stimmt, ja, weiß ich dir. Ja, genau. Ja. Ich meine, du bringst so viele Wesen um, du merkst es noch gar nicht mehr. Ja, weil das war halt so viel in letzter Zeit. Ich bin halt einfach abgestumpft. Ja. Ich sag dir, das machen die Killerspiele, Claudi. Das machen die Killerspiele und die viele Bildschirmzeit. Nee, das bist du, Micha. Weißt du, weil du mich emotional auslaugst. Ja. Immer wieder gern. Ich wette mit dir, dass du der Bösewicht oben im Turm bist. Senbaba. Weißt du, Micha, wenn du mit mir hättest frühstücken wollen, das hättest du auch einfach haben können. Ohne das Buch.
Oh. Claudi, sobald du die goldene Eule in die Hand nimmst, kannst du in dem undurchdringlichen Dunkel sehen. Gerade noch rechtzeitig entdeckst du zu deinen Füßen einen Fallstrick und an der gegenüberliegenden Wand eine gewaltige Armbrust, die genau auf deine Nase gerichtet ist. Sonst befindet sich nichts in diesem Raum. Du beschließt, die Wendeltreppe zurückzugehen und in die nächste Etage hinaufzusteigen. Ey, du weißt schon, dass meine Nase so klein ist, dass du nicht mit so einem riesigen Dings auf meine Nase schießen kannst. Wäre unmöglich. Ich sag's dir jetzt nur nochmal. Okay, die ist genau auf dein kleines Näschen gerichtet. Ja. Das schaffst du aber nicht, okay? Ja, aber mit Laser ich darf jetzt nicht und Servo und du weißt schon, das ist der ganze Schissel. Du kennst dich ultra gut aus, das merkt man sofort. Das volle Programm, richtig. Komm ich lieber nicht besuchen zu Hause, Claudi. Vor allem geh nicht in ein Zimmer, wo es ganz dunkel ist. Im nächsten Stockwerk befinden sich auf dem Treppenabsatz zwei Türen nebeneinander. Die eine ist schwarz gestrichen, die andere weiß. Plötzlich ertönt eine Stimme. Du törichter Abenteurer, wie kannst du dir auch nur die geringste Chance ausrechnen, mich, den allmächtigen Senbabon, zu besiegen? Ich verfolge jede deiner Bewegungen, während du keine Ahnung hast, wo ich bin. Wirst du? Die weiße Tür aufmachen, ha, weil es eine Falle ist, so. Moment, wirst du die weiße Tür öffnen, wirst du die schwarze Tür öffnen oder wirst du die Treppe weiter hinaufsteigen? Weißt du was, ehrlich gesagt, was er gerade gesagt hat, das klingt ein bisschen verzweifelt. Das klingt schon ein bisschen ja, so, der hallo, ist so Aufmerksamkeitsdefizit. Ja, komm rein hier. Weiße Tür, Mann, ist mir scheißegal, okay? Du willst nicht hochgehen, Claudi? Nee, weil ich mach die weiße Tür erstmal auf und ich sage dir, dort hängen an der Wand zwei riesig große Flügel, die ich mir ranmachen kann. Und dann kann ich nämlich um den rumfliegen und ihn töten. Vielleicht sind da auch noch Laseraugen drin oder so. Uff. Okay, dann öffnest du die weiße Tür. Du betrittst einen dunklen, eiskalten Raum mit Wänden aus unbehauenem Stein. Er enthält nichts außer einem Sarkophag. In der Luft liegt ein rotriger Geruch. Möchtest du versuchen, den Sarkophag zu öffnen oder verlässt du den... Okay. Da ist das Herz von ihm drinne. Du bist so enthusiastisch, ich finde das fantastisch. Als du den Deckel des Sarkophages öffnest, liegt darin ein von Kopf bis Fuß einbandagierter menschlicher Körper. Das einfallende Licht hat, obwohl es nur sehr schwach war, den Schlaf einer Mumie gestört, die sich jetzt aufrichtet und ihren Kopf hin und her dreht. Offenbar spürt sie genau, wo du stehst, denn sie steigt aus dem Sarkophag heraus und kommt mit ausgestreckten Armen auf dich zu. Möchtest du mit der Mumie kämpfen oder hast du eine Laterne bei dir? Dann kannst du sie auf die Mumie werfen. Oh Mann, ey, weißt du, aber hatten wir nicht die Laterne? Ey, Claudi, ganz ehrlich, stell dir jetzt mal vor, so ein Escape-Game, so ein Escape-Room, das wär's doch, oder? Nee, stell dir einfach mal vor, der kommt auf dich zu und das ist Chiara, weißt du, es ist Chiara eingewickelt und die sagt, ich brauche Liebe. Euer Podcast ist scheiße, ja. Ich brauche Liebe, euer Podcast ist scheiße. So, und dann, weißt du, und dann kommst du, dann kommt der Sprecher, nimm dein Schwert und zerhack sie. Wo ich denke, nee. Ich kann die doch auch einfach mal drücken und sagen, ich mag dich. Komm, leg dich wieder hin, ich mach den Deckel wieder drauf. Also wirfst du die Laterne auf sie sozusagen? Ja, aber es ist dann nicht Chiara. Das ist dann einfach so eine... Ja. Ah ja. Okay, dann gucken wir mal, was passiert, Claudi. Bei der Berührung mit der Mumie bricht die Laterne, sodass das brennende Öl auf die trockenen Bandagen übergreift und die Mumie binnen Sekunden verbrennt. Möchtest du jetzt den offenen Sarkophag genau in Augenschein nehmen oder ziehst du es vor den Raum umgehend? Nein, wir gucken da rein, denn da ist jetzt noch irgendwas absolut Krasses drin, was ich dann brauche, um den Typen zu töten. Da ist jetzt nur noch so ein Brief, wo drauf steht: Warum? Warum hast du mir das angetan? Das wäre so traurig. Okay, Claudi, in dem Sarkophag entdeckst du einen goldenen Ring, in den ein Auge eingraviert ist. Du hast den lange Zeit verloren geglaubten Ring des goldenen Auges gefunden, der seinem Träger die Fähigkeit verleiht, Täuschungen als solche alles zu erkennen. Alles zu sehen. Ja, also du kannst Täuschung erkennen. Du gewinnst zwei Glückspunkte und verlässt den Raum. Oh Gott, Claudi, ich glaube, jetzt wird's wirklich... Du stehst wieder auf dem Treppenabsatz und hast jetzt die Möglichkeit, entweder die schwarze Tür zu öffnen oder zur Treppe zu gehen und das nächste Stockwerk hinaufzusteigen. Was wirst du tun? Scheiß auf die schwarze Treppe. Du gehst jetzt hoch. Claudi, du nimmst wirklich alles mit. Weißt du, der Typ, der steht da und sagt, du hast keine Chance, komm rein hier. Und du, ja, sorry, ich geh erstmal nochmal hier nach oben. Auf dem nächsten Treppenabsatz befindet sich eine Tür, die mit einem schwarzen, aus Ebenholz geschnitzten Turm verziert ist. Neben der Tür steht außerdem eine schwarze Rüstung. Was wirst du tun? Willst du dir die Rüstung genauer ansehen? Willst du die Tür öffnen? Oder willst du ins nächste Stockwerk hinaufsteigen? Ich ziehe die Rüstung an. Also ich gucke mir die Rüstung an, aber ich habe ein bisschen Angst, dass die Rüstung sich gleich bewegt.
Die wird dich wahrscheinlich gleich töten, ja. Okay. Der mit Eisenplättchen verstärkte Handschuh der Rüstung umfasst eine Kampfaxt. Möchtest du sie an sich nehmen oder stößt du die Rüstung lieber um, um sicherzugehen, dass sich darin nicht irgendeine Schießvorrichtung befindet? Wie, was, will ich die Rüstung an mich nehmen oder? Nee, ob du die Kampfaxt an dich nehmen möchtest oder ob du die Rüstung umschubsen möchtest. Ich nehme die Kampfaxt da, aber auch wenn ich befürchte, dass gleich die Hand mich fester hält. Aber was willst du mit der Kampfaxt? Also kämpfen. Okay, aber du weißt, Zen Barbone besiegt man nicht mit der Kampfaxt, ne? Alter, beeinflusst du mich schon? Nee, weißt sag du, doch mal, wenn ich das weiß, schaffe, Claudi, wenn ich ja das schon schaffe, ein paar Wochen her. Dann habe ich nämlich eine Axt. Ja. Weißt du, dann habe ich eine Axt. Mhm. Die kann ich dann ich verkaufen. Wollte nur sagen, liebe Claudi, besiegen kannst du ihn mit dem Silberpfeil, deswegen haben wir den Silber. Aber okay, nimm die Kampfaxt, pass auf. Sobald du die Kampfaxt berührst, beginnt die Rüstung sich zu bewegen. Sie führt eine Reihe schneller, ruckartiger Bewegungen aus, mit denen sie die Streitaxt schwingt und versucht, dich zu treffen. Versuch dein Glück, Claudi. Okay, würfel mal. Go for it! Okay. Achso. Willst du würfeln oder soll ich würfeln? Ich würfel. Okay. Warte. 5. Du hast leider Pech und sie trifft dich am linken Arm. Oh mein Gott, Claudi. Wirklich, du lässt auch nichts aus. Scheiße. Lässt auch nichts aus. Aber es ist zum Glück nur links. Du bin Rechtshänder. Alles ist gut. Du verlierst 2 Stärkepunkte. Trotz heftiger Schmerzen im Arm musst du jetzt blitzschnell reagieren, um dich vor der näher kommenden Rüstung in Sicherheit zu bringen. Wenn du die Türe öffnen möchtest, kannst du das tun. Oder ziehst du es vor, dich über die Wendeltreppe in das nächsthöhere Stockwerk zu retten? Wendeltreppe! Okay, Wendeltreppe. Jetzt aber schnell, Claudi. Jetzt aber schnell. Wieder endet der Treppenabsatz an einer Tür. Als du behutsam an dem Türknopf drehst, öffnet sich die Tür sehr zu deiner Überraschung ins Freie. Du trittst hinaus auf das kleine flache Dach des Turmes. Da bemerkst du über dir in der Luft plötzlich eine Bewegung. Und als du hinaufblickst, erkennst du im Mondlicht 2 Riesenvögel mit langen Schnäbeln und Krallen, die auf dich herunterstoßen. Da keine Zeit mehr bleibt, um sich zu verstecken, musst du nacheinander rollen. Mit beiden Todesfalken kämpfen. Oh mein Todesfalken, wer hat sich das denn ausgedacht? Vor allem über die Tiere. Ich glaube, es ist der Kopf abgefallen, oder? Ja, der, also der, der dritte, also der zweite, der ist explodiert, als er gesehen hat, was du mit dem ersten gemacht hast. Oh, guck mich doch mal an, weißt du, das sind alles Gedärme und Blut. Das sieht nicht aus, Claudi. Das sieht nicht aus. Warte mal, ich habe hier ein Taschentuch. Du bist ganz schön. Ja, guck mal, da ist noch. Ja, genau. Ja. Das ist aber auch wirklich. Pass auf, Claudi, der Job muss nicht erledigt werden. Du kannst nachher, falls du es überlebst, Claudi, kannst du nachher einfach duschen gehen und dann. Ja? Ja, aber guck mal hier, weißt du, auf meiner Schulter ist noch so ein. Warte. Ja, mach mal das Bein da ab. Das Bein hängt dann. Ja. Achso, ich dachte, das gehört zu meiner Rüstung. Nee. Danke. Das war anstrengend. Du setzt dich hin, um etwas auszuruhen und zu überlegen, was du als nächstes tun sollst. Als du dich auf den kalten Steinboden hockst, stößt du aus Versehen einen Glasbehälter um, den du nicht gesehen hast. Nein! Er rollt gegen die Wand und zerbricht. Aus den Scherben steigt ein etwa 15 cm großes Männlein. Mit in die Hüften gestemmten Händen stellt es sich vor dich hin und sagt kaum hörbar, herzlichen Dank, ich habe 100 Jahre lang in diesem gläsernen Gefängnis gesessen. Wie kann ich mich bei dir revanchieren? Möchtest du nach... Töte selber Bohnen! Möchtest du fragen, wo sich Zen Barbone aufhält, oder fragst du den kleinen Mann, ob er deine Wunden heilen kann? Wunden heilen? Ja, weil ich meine, du weißt eigentlich, wo Zen Barbone ist jetzt, ne? Ja, ich meine, hallo. Ja. Jeder weiß es inzwischen. Der kleine Mann lächelt und meint, kein Problem. Er greift in die Tasche seines Kittels und bringt ein glitzerndes Pulver zum Vorschein, das er mit Schwung über dich ausstreut. Sobald es sich auf deine Kleider setzt, spürst du, wie dein Körper von Kraft durchströmt wird. Du gewinnst 6 Stärkepunkte. Sodann meint der kleine Mann, dass er dir, da er dir wirklich sehr dankbar ist, noch einen zweiten Wunsch gewähren will. Nachdem du so unerwartet zu neuen Kräften gekommen bist, fühlst du dich Zen Barbone gewachsen und fragst den kleinen Mann, wo er sich aufhält. Juhu! Das war nett. Das war nett. Das, Claudi, ich sag dir, das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Ja? Ja, und vor allen Dingen, weißt du, ich habe erst gedacht, okay, ich klopfe auf den Tisch und sag mir, wo der ist, aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, mach irgendwas Einfaches, was Nettes. Weißt du, wo er das Gefühl hat, er hilft mir und ich habe das Gefühl, mir wird geholfen und das ist so eine Kette der Nettigkeit, ja, weißt du? Und er hat nicht einfach nur das Gefühl, er hat einfach nicht nur das Gefühl, in so einer blöden Maßnahme zu sein, die man auch sein lassen könnte, sondern er hat wirklich was geschafft am Ende des Tages. Ja, genau. Sehr gut.
Wieder lächelt das winzige Männlein. Na, wenn das alles ist, was du wünschst, dann kann ich dir diesen Wunsch leicht erfüllen. Er hält sich im vierten Stock in dem Zimmer hinter der schwarzen Tür auf. Dann winkt es dir zu und verschwindet in einer kleinen Staubwolke. Du stehst auf und gehst die Wendeltreppe hinunter bis zu dem Stockwerk mit den beiden Türen. Nachdem du tief Luft geholt hast, drückst du die Klinke der schwarzen Tür hinunter. Und ich habe gerade die Seite verblättert. Jetzt muss ich kurz... Nein, Micha! Blätter einfach noch ein bisschen wild hin und her. Das schneiden, Claudia, das schneiden wir dann raus. Du öffnest die Tür und trittst in einen mit makabren Gegenständen und Gemälden eingerichteten Raum. Vor einem mit einem schwarzen Tuch bedeckten Tisch sitzt eine schwarze Katze. An der Stirnwand brennen rechts und links von einem Spiegel zwei schwarze Kerzen. Auf dem Tisch liegt ein offenes Kästchen, in dem sich ein goldener Totenschädel befindet. Was wirst du tun? Du gehst zu dem Kästchen hin oder du schließt die Tür... Nimmst den Totenschädel. Also erstmal zum Kästchen hingehen oder du schließt die Tür wieder, öffnest du weiße Tür, wenn du es noch nicht getan hast, hast du aber schon. Oder du schließt die Tür wieder und kletterst die Wendeltreppe zum nächsten... Quatsch! Geh zu dem Kästchen, jetzt haben wir alles schon gemacht. Du gehst zu dem Kästchen hin. Jetzt glocke ich zu dem Kästchen, verdammte Scheiße. Richtig, das ist die richtige Einstellung. Trägst du den Ring des goldenen Auges oder nicht, liebe Claudi? Ja! Ja, verdammt! Gott, na klar! Du bist wirklich ein Glückspilz, ey. Du wärst jetzt schon, normalerweise wärst du jetzt schon dreimal tot, aber du... Marschierst du einfach durch. Eine innere Stimme sagt dir, dass die Truhe lediglich eine Sinnestäuschung ist und in Wirklichkeit gar nicht existiert. Gleichzeitig siehst du, dass auch die schwarze Katze nicht das ist, wofür du sie gehalten hast. Vor dir steht ein in schwarze Gewänder gehülltes Skelett mit grünen blitzenden Augen, auf dessen Schädel eine goldene Krone sitzt. Zembabon! Das ist so! Bevor du noch Zeit hast, deinen Silberpfeil anzulegen, zieht der Prinz der Dunkelheit drei Zähne aus seinem Mund. Nein. Und wirft sie zu Boden. Sie zerplatzen und stoßen drei Rauchwolken aus denen drei mit Schwertern bewaffnete Skelette steigen. Du musst nacheinander mit allen dreien kämpfen. Oh. Jetzt lass mich dich doch töten! Stopp! Jetzt! Danke. Weißt du, ich denke mal so, die tun mir auch ein bisschen leid. Ich meine, die machen da voll ihre Show mit dem Rauch, kommen da raus und so weiter, kommen bedrohlich langsam näher. Ja, das ist übelst magisch und dann kommt Claudi, die wissen, die wissen halt nicht, wen sie vor sich haben und das ist auch irgendwie so unfair. Ohne Scheiß. Ja. Okay, jetzt kommt Zembabon auf dich zu und versucht, deine nackte Haut zu berühren. Du lässt deinen Na guck doch mal, der hat nicht mehr... Das sind einfach nur Knochen. Ja, Knochen. Machst du dich gerade über mich lustig? Nein, nur über deinen schönen Regulekt. Okay, ey, okay. Weißt du, Micha, ich sage dir eins. Ja. Ich werde heute Nacht nach Berlin fahren. Werde mir vorher noch irgend so eine Skeletthand irgendwo organisieren. Oh, ja. Die lege ich vorher in den Kühlschrank. Dann komme ich zu dir an dein Bett und fiddel mit einer kalten Skeletthand in deinem Gesicht rum. Mach und dann das. Sagst du mir nochmal, dass das super schön ist. So. Mach das. Oh Gott. Jetzt kommt Zembabon auf dich zu und versucht, deine nackte Haut zu berühren. Du lässt dein Schwert fallen und spannst den Silberpfeil in deinen Bogen. Ja. Dabei weißt du genau, dass du nur eine einzige Chance hast. Scheiße. Du zielst und lässt die Sehne los. Ich mach die Augen zu. Versuch dein Glück, Claudi. Versuch dein Glück. Ja, aber Glück. Wir machen dann die Augen zu. Achtung. Ja, ist am besten, wenn du mit dem Pfeil zielst, kurz mach gucken. Die Augen zu. Gucken. Ja. Nee, erstmal gucken, schießen. Mhm. Und dann Augen zu. Und? Würfel mal. Und? Oh Gott. Drei? Claudi, du hast leider Pech und der Pfeil verfehlt sein Ziel. Der Prinz der Dunkelheit kommt auf dich zu und berührt dich am Arm, wobei seine Skelettfinger alles Lehm aus deinem Körper ziehen oder zumindest das, was noch davon vorhanden war. Jetzt bist du einer seiner halbtoten Diener. Dein Abenteuer ist damit zu Ende. Okay, Claudi, nein, pass auf. Nein, pass auf. Ich kann dich jetzt nicht mehr hängen lassen. Wir spulen noch mal kurz zurück. Okay, Claudi, versuch dein Glück. Würfel, Claudi, würfel. Ich mache. Vier? Ja, du hast Glück. Der Pfeil bohrt sich durch das Gewand hindurch in die Brust des Prinzen der Dunkelheit.
bist so ein Glückspilz, Claudius, unfassbar. Zwar ist der Prinz der Dunkelheit gelähmt, aber nicht für lange. Da er außerirdische Kräfte zur Hilfe rufen kann, heißt es schnell handeln. Oh Mann! Das ist auch echt so geil. In den letzten 3 Minuten wird dieses Buch noch kommen noch außerirdische Kräfte. Das ist doch mega, ey. Welches Pulvergemisch wirst du ihm in die Augen reiben, Claudi? Hexenhaar und schwarze Perlen und Lotusblüte oder Lotusblüte und Hexenhaar? Oh, wir haben Hexenhaar und Lotusblüte zusammengemischt. Wir probieren es einfach. Hast du? Ja, okay. Bist du ja ganz sicher, Claudi? Ach, wir ziehen es jetzt einfach durch. Jetzt, wenn ich dir zum Beispiel den einen Ausgang von dem anderen zeige und dich frage, ob du dich nochmal umentscheiden willst, was würdest du dann tun? Also vom Gefühl her würde ich eigentlich Perle und Lotusblüte nehmen wollen. Perle, aber du nimmst trotzdem Hexenhaar und Lotusblüte, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ja. Okay. Du reibst ihm das Pulver aus Hexenhaar und Lotusblüte in die Augen. Herzlichen Glückwunsch, du hast Zenba Bowen, den berüchtigten Prinzen der Dunkelheit, getötet. Vor deinen Augen beginnt er zu zerfallen, bis nur noch ein kleines Häufchen Staub übrig ist. Du verlässt Zenba Bowens schwarzen Turm auf dem schnellsten Weg, Nein! da du keinerlei Bedürfnis verspürst, auch nur eine Sekunde länger an diesem schrecklichen Ort zu verweilen. Doch zuvor steckst du den Turm noch in Brand, sodass keine böse Macht ihn je wieder für üble Machenschaften benutzen kann. Nachdem du den Rest der Nacht tief und fest auf einem abgemähten Feld geschlafen hast, machst du dich auf den Rückweg nach Silverton. Dort kommst du am selben Abend hungrig und müde von den Strapazen an. Die Einwohner begrüßen dich stürmisch, feiern dich als Helden und überhäufen dich mit Geschenken. Bis spät in die Nacht wird gefeiert und gezecht und zum ersten Mal seit langem sind die Straßen der Stadt wieder von Lachen und Musik erfüllt. Zum Abschluss des Festes hält Owen Caroliff eine Rede und überreicht dir eine schwere Goldkugel, die hunderte von Goldstücken Yay! Wert ist. Endlich können sich die Bewohner von Silverton wieder unbeschwert ihrem normalen Leben zuwenden. Claudi, du hast es einfach mal geschafft. Und das ganz ohne deine Hilfe. Genau. Wie fühlst du dich, Claudi? Was macht das mit dir? Ich fühle mich fantastisch. Weißt du, ich hätte jetzt so voll Bock, mit einem Taxitänzer zu dieser Musik zu tanzen. Richtig, denn diese Musik, Claudi, die fühlt sich inzwischen für dich wie zu Hause an, oder? Ja! Ich weiß aber nicht mal, ob man dazu Disco Fox tanzen kann, aber Disco Fox geht, glaube ich, immer, zu allem. Claudi, mit dem richtigen Taxitänzer. Wer möchte mein Taxitänzer sein? No. Bitte nur ernst gemeinte Zuschriften an die Chiffrenummer 7892. Claudi, weißt du, ich glaube, mit dem richtigen Taxitänzer geht alles, ja? Bewirbst du, vor allem wie Taxitänzer, wie du das gerade gesagt hast, das klang wie bei so einem Rummel. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Der Taxitänzer tanzt wieder. Du wärst auf jeden Fall ziemlich perfekt für so eine Geschichte. Ja. Und eigentlich wärst du der perfekte DJ. Der perfekte DJ in dieser Disco. Dafür bräuchte ich noch so einen wahnsinnig fetten Schnauzbart. Oh mein Gott, das wäre so cool. Micha, ja? Kannst du dir so einen fetten Schnauzbart wachsen lassen? Nee, ne? Doch, mit reiner Willenskraft. Zum nächsten Mal. Ey, Micha? Ja, bitte. Und dann schick mir ein Foto, weil das würde mich glücklich machen.